Wir bedanken uns bei der Nummer 28, das ist Gökhan Gül. Neuer Spielstand, nicht zu vergessen, SV in Wiesbaden. 2! Andere Ausdruck. Gül! Danke. Bitte! Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 36. Wir nehmen auf am 10. Februar. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und auch heute wieder mit am Start unser neuer Stadionsprecher Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja und hallo liebe Hörer. Ja, hallo liebe Hörer. Vielleicht hat uns der ein oder andere letzte Woche schon vermisst. Es hat sich hier ein wenig verzögert. Erst war der eine krank, dann der andere und so weiter. Aber wir scheuen weder Kosten, ja doch Kosten schon, aber nicht die Mühen, uns am Sonntagabend hier nochmal zusammenzusetzen und euch das Allerneueste rund um den SVW in Wiesbaden zu erzählen. Volles Programm heute wieder. Gibt noch einige interessante Veränderungen am Kader zu berichten. Wir haben jetzt schon 3 Pflichtspiele im neuen Jahr. Ja, dann wollen wir natürlich gleich von Micha erfahren, wie er zu seinem neuen Job gekommen ist. Aber vorher, natürlich, wie immer, hat Sonja wieder einige Stadien im In- und Ausland unsicher gemacht. Sonja, wo warst du diesmal unterwegs? Nur im Ausland, oder? Ich wollte gerade sagen, ja. Wenn du das Inland findest, darfst du es behalten dieses Mal. Na gut, in der Britta Arena warst ja, du auch. Ja, aber gut, na das gut, darf das, ich ja gar nicht mehr erzählen. Das zählt ja nicht dazu. Okay, gut. Also, dass ich krank war, ist üble Nachrede, das stimmt nicht. Ich habe erst der eine und dann, achso, die andere, ja, okay, gut. Also der eine und dann der andere, ja. Ich war fit und unterwegs, ja. Das möchte ich betonen. Okay. Hat angefangen in Holland, das mache ich ja so ziemlich jedes Jahr im Januar mit einer Freundin, einfach mal ein Wochenende ans Meer fahren und dabei irgendwelche Fußballspiele raussuchen für auf dem Weg oder vor Ort. Ist denn da schon Ligabetrieb? Ja, so hat er das auch angefangen, dass die haben eine Zeit lang immer eine Woche vor der Bundesliga wieder angefangen, weshalb das ganz gut gepasst hat, da immer mal hinzufahren zu der Zeit. Also so haben wir das etabliert und machen seitdem weiter, weil es Spaß macht und weil es noch Stadien gibt, die zu erkunden sind. Und da haben wir angefangen am Freitagabend bei RKC Waalwijk. Waalwijk, okay. Klingelt da was bei euch? Waalwijk ist ungefähr auf halbem Weg zwischen Eindhoven und Rotterdam. Ja, das, ja. So würde ich mal sagen. Ja, ich meinte aber eher. Waren das die, die gegen die eine Mannschaft gespielt haben, wo du nicht reinkamst erst? Richtig. Ach ja, die waren Gegenstand der Hassrubrik schon. Siehst du? Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Ich weiß auch nicht mehr, gegen wen das war. Ich bin so sauer da weggestapft. War das nicht sogar gegen Tilburg? So irgendwie so ein Derby oder sowas? Ja, es war wahrscheinlich irgendwas, wo sie sich ein Derby eingeredet haben. Da war ja auch nicht viel los. Ja. Jedenfalls dieses Mal vorher extra geguckt, weil auf der Homepage mal wieder nichts Brauchbares stand, nachgefragt per E-Mail und sie haben gesagt, ja, dieses Mal freier Verkauf war auch nur gegen die zweite von Ajax. Mhm. Also ist zweite Liga Holland, ja. Kann ich nochmal dazu sagen. Und deswegen hat es dieses Mal geklappt da mit Tickets und ich dachte, mir egal, ich hasse die jetzt einfach weiter und die sollen mal schöne Packung kriegen. Und was ist passiert? Sie haben eine Packung verpasst, sie haben nämlich 4-1 gewonnen. Mhm. Und hassen kann ich sie auch nicht mehr so richtig, weil es war einigermaßen kalt, aber sie hatten Heizstrahler an der Tribüne. Heizstrahler, natürlich. Und damit gewinnt man mein Herz immer im Winter. Das heißt, du bist auch ein großer Fan von der Bay-Arena? Hat die ja schon ewig nicht mehr, die Bay-Arena. Haben die nicht mehr? Hatten die ganz früher. Ja. Kann ich mich erinnern, hatten die sogar im Gästeblock Heizstrahler. Ja, genau, das war doch das erste Mal, das ist mir das einzige das Mal. War das war ziemlich geil, weil das im Winter war das super. Und mit Heizstrahlern kommt man an dein Herz. Ja. Okay. Mit dem warm ums Herz. Also, wäre das auch geklärt. Liebe Zuhörer, wenn ihr hier romantische Gefühle für Sonja hegt, besorgt das euch einen Heizstrahler. Geht zum Arzt, ey. jetzt geht mal in den Baumarkt. Kurz, die zweite von Ajax, die dürfen in der zweiten Liga spielen. Also die dürfen quasi eine Liga höher als ja, hier. Ja, da spielen mehrere zweite Mannschaften. Die dürfen halt nicht in die erste aufsteigen, logischerweise. Nicht in diese Aufstiegsrunde, die dann aus den ersten, was weiß ich, 7 Teams oder so sogar besteht. Die ist ja ziemlich groß, diese Aufstiegsrunde. Ach ja, die haben ja so einen lustigen Modus dann, ja. Genau. Aber bei uns ist ja bei der dritten Schluss. Ja. Okay, gut. Ja, wie ging es jetzt aus? 4-1. 4-1, okay. Mhm. Ja. Und die hatten auch dieses ganz furchtbare Sweet Caroline als Tormelodie, was dann so 4-mal gespielt wurde. Und es
ging dann das ganze Wochenende nicht mehr aus dem Kopf. Geht natürlich nichts über unseren guten alten Scooter, aber. Ja, okay. ja. Aber es kam schon nah dran, so vom Nervfaktor. Ja. Stadionmusik ist nicht zu unterschätzen. Ja, da sprechen wir gleich doch drüber. Gerade eine Frage noch dazu. Da warst du jetzt zum ersten Mal jetzt in Waalwijk. Ja, genau. Zwangsläufig. Ja, genau. Ja, du. Also ich stand schon mal vor. Ja. So wie ich schon mal vom San Siro stand. Na gut, das ist eine andere Geschichte. Okay, ja, aber dann hast du einen schönen Freitagabend gehabt. Ja. Mit Heizstrahlern. Richtig. Okay. Freitag ist nur zweite Liga Holland, ne? Oder die spielen nur freitags, glaube also, ich. Also, erzählt. Ja, genau. Der Erstligaspieler ist jetzt zerstückelt über bis zu 4 Tage auch manchmal. Aber die zweite Liga, die hat tatsächlich Freitagabend den festen Tag, an dem sie fast alle spielen. Und der Rest sind dann meistens die zweiten Mannschaften, die Montagabend noch spielen. Mhm. Gibt es vom Stadion irgendwas Bemerkenswertes? Oder ist es halt wie viele holländische Stadien, die ich jetzt so als holländisches Stadion. Ja, genau, so eher zweckmäßig. Nicht so viele Leute da. Also ja, in Holland gibt es nicht so viele spannende Stadien, also muss ich sagen. Mhm. Sehen alle eher langweilig und gleich und klein aus. Ja. Okay, dann schnell weiter zum nächsten. Gleich dann am nächsten Tag, dann oder was? Nee, das war am Abreisetag am Sonntag. Eigentlich hatten wir gar kein Spiel mehr geplant, weil wir eigentlich nach Emmen wollten, die uns aber keine Karten verkauft haben, weil es irgendwie so ein Hochsicherheitsspiel war gegen Eindhoven oder so. Mhm. Das heißt, sonst kriegt man über die Karten, wenn man freundlich fragt, für das Spiel halt nicht. Und dann haben wir eigentlich gedacht, gut, fahren wir normal heim. Und dann haben wir aber doch nochmal ein bisschen recherchiert und haben dann ein Drittligaspiel gefunden. Und dachten eigentlich so, oh, komm, holländische Drittliga. Und sind dann aber drauf gekommen, dass dieser Verein, erstmal war das nur 2 Kilometer weg von da, wo unser Hotel war, also es war in Den Haag. Mhm. Und haben dann rausgekriegt, dass die irgendwie der niederländische Meister von 1908 oder so waren. Ja, also. Also Tradition ohne Ende, möchte ich sagen. Quasi das Phoenix Karlsruhe der Niederlande. Oder genau. So ungefähr. Sie heißen besser. Ja, sie heißen auch ganz toll. Ich habe sie auch gerade schon gelesen. Ja, ich habe sie reingeschrieben. HVCV Quick. Quick Den Haag, das hatte ich tatsächlich schon mal gehört irgendwann. Genau, und das C, da hat mich Michael schon so ausgelacht, steht für? Cricket. Ja. Also Cricket Vereinigung, oder wie heißt das? Ja, gut, damit genau. Das super aussprechen. Ja, auch nicht so, Haagse Football. Ja, genau, Haagse Football in Cricket Vereinigung. Vereinigung. Ja, ich bin ja jetzt nur auch kein Native Speaker. Ich könnte theoretisch einer sein, aber bin es leider nicht. Ja. Gut, gegen wen haben die gespielt? Die haben gegen Westlandia gespielt, was auch immer das ist. Westlandia, also das dritte Liga, keine Ahnung. Klingt irgendwie so nach Seeland oder so vielleicht. Mag sein. Ja. Aber diese dritten Ligen sind ja auch aufgeteilt ohne Ende. Es gibt ja nicht nur eine, das ist irgendwie eine, die spielt samstags, eine spielt sonntags. Ich weiß nicht, ob die nochmal regional dann aufgeteilt sind. Also es ist jetzt nicht so eine eingleisige wie hier bei uns. Okay, ja gut. Ist ja dann auch ein Stück kleiner. Also vielleicht haben die auch dann irgendwie sowas wie bei uns früher die Regionalligen halt. Also es war so. Gut was los im Stadion. Okay. Das Spiel war super unterirdisch schlecht. Also es war dann 1-0 für die Auswärtsmannschaft am Ende. Oh, es war so ein schlechtes Niveau auch. Aber schön war, da war so eine Vereinskneipe sozusagen direkt hinter dem einen Tor. Mhm. Wie auf dem Hallberg. Ja, aber da so eine große Fensterfront. Das heißt, man konnte da drin stehen, trinken und rausgucken und es war nicht so kalt. Ah, mein Trademark im Moment. Braucht man gar keine Heizstrahler. Ja, das war dann irgendwie sehr nett, fand ich. Also, dass man da sozusagen fast von der Bar aus auch zugucken konnte. Okay. War doch sehr schön. War dann auch ein netter Ausflug. Wie ist es ausgegangen? Auswärtssieg, 1-0. 1-0, ist das Tor wenigstens auf deine Seite dann gefallen? Wenn Gott, wo ist denn das Tor gefallen? Auf welche Seite? Ich glaube, das ist auf die andere Seite gefallen. Ja, wenn du es nicht mehr weißt, dann wahrscheinlich. Nee, ist auf die andere Seite gefallen, aber also man konnte das schon erkennen, so ist ja nicht. Mhm. Wisst ihr, wofür RKVV steht? RKVV Westlandia. Roms-Katholike Fußballvereinigung Westlandia. Die römisch-katholische Fußballvereinigung. Nicht schlecht. So. Und wo kommen die jetzt her? Jetzt ärgert es mich, aus Naaldwijk. Naaldwijk, das kenne ich nicht. Drück doch mal drauf. Wo? Auf das Wort. Naaldwijk. Hören Sie uns zu, wie wir Wikipedia bedienen. Das ist alles auf Englisch. Westland. Ja, auch bei Den Haag, guck. Ey, das ist nicht weit von Waalwijk. Das war quasi ein Derby. Deswegen, wir sind da reingekommen, meine deswegen Güte. Deswegen war da so viel los. Ne? Ja. Wenn das der niederländische Meister von 1908 war, spielen die auch noch auf ihrem traditionellen Ground? Du stellst Fragen. Also sah der schön alt aus, irgendwie so mit ein paar grasüberwucherten Steinstufen oder so. Der sah schon einigermaßen alt aus, aber okay. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das der Original-Ground von 1908 war. Woher weiß? Die Vereinskneipe war definitiv neuer. Also ich war nicht von 1908. Mhm.
Okay. Gut. Übrigens steht laut Wikipedia, es ist die vierte Liga. Echt? Aber das habe ich Mist erzählt. Na, endlich mal, bevor uns, bevor nachher Beschwerden kommen. Ich dachte, ich hätte die dritte geguckt. Das kommt aber davon, wenn man sich spontan ein Spiel raussucht und vorher noch gar nicht Bescheid wusste. Wie hast du das gefunden? Gab es das in der Groundhopper-App? Genau. Ja. Okay. Die beliebte Groundhopper-App hat gesagt, ja, das spielt was. Ja, da gibt es doch nicht mal einen deutschen Wikipedia-Antrag zu dem Verein, von daher. Ja, dann schreibe ich den nachher. Werden wir dann verlinken. Okay, das war auf dem Heimweg, hast du gesagt. Das heißt, das ist das, das war's dann in Holland. Ja. Hast du noch mehr? Ja, habe ich. Ich war am vergangenen Wochenende in Norwegen. Am vergangenen Wochenende, ja, da haben wir uns doch in der Britta Arena gesehen. Ja, kannst du mal sehen. Ja, du kamst frisch aus Norwegen. Ja, aber sowas von frisch. Also ich bin direkt Freitag losgeflogen, Sonntagmorgen zurück, sodass ich es gerade noch in die Britta Arena geschafft habe. Und liebe Leute, wenn ihr gut aufgepasst habt, ihr habt gehört, sie ist geflogen, nicht mit dem Auto gefahren. Ja, das hätte ich ja nicht geschafft. Aber entgegen deiner üblichen. Ja, ich mach's wirklich nicht gern, aber ja, gut. Ging jetzt da auch nicht so richtig anders. Ich war nicht wegen Fußball da, aber ich habe natürlich ein Fußballspiel gefunden trotzdem. Mhm. Aber das ist doch sicherlich, Liga in Norwegen hat doch bestimmt noch nicht angefangen, oder? Richtig, deswegen bin ich auch erstmal nicht davon ausgegangen, aber ich habe ein Testspiel gefunden und zwar ganz interessant, weil es lag natürlich Schnee überall und sehr viel. Das Testspiel war in der Halle. In einer Halle? In einer Halle. Nicht in Halle? Nicht in Halle, in der LSK-Halle, das ist, gehört zum, weiß nicht, Trainingskomplex oder wie auch immer das da heißen mag, von Lilleström SK, das ist ein Erstligist, bei denen ich auch schon zweimal im normalen Stadion war. Es ist dann, die Halle ist dann nur so ein, weiß ich nicht, 200 Meter neben dran oder so. Ja. Und das ist jetzt keine Halle, wie wir das vom Hallenfußball kennen, sondern in dieser Halle ist ein komplettes Spielfeld mit Kunstrasen. Also eine große Halle. Ja, es ist okay, einfach, cool. Und da finden auch ganz viele, nicht nur Lilleström, da finden ganz viele Testspiele statt. Spielen auch andere Erstligisten und so und die ist wohl gut im Betrieb im Winter. Macht wahrscheinlich Sinn da. Ja, also wenn das so jetzt nur eine Soccerhalle wäre, wie die Gunnar manchmal da in Taunusstein, ja, genau. Ja, das ist eben nicht. Und dann ist es nicht so zielführend. Ja. Ja, um mal kurz abzuschweifen, in Island haben sie doch auch seit einigen Jahren oder mittlerweile wahrscheinlich Jahrzehnten relativ viele Hallen gebaut irgendwie und was ja auch überhaupt ein Grund dafür ist, dass die jetzt noch seit einiger Zeit ja so im Fußball so boomen können, weil die überhaupt jetzt erst ganzjährig trainieren können. Ja, ja. Weil so, also draußen die Trainingsplätze, die waren teilweise echt einfach nur fett zugeschneit. Ja, ja, klar, ich meine. Wenn du die freiräumst, dann schneidest du halt gerade weiter. Ja, ja, das ist wie beim Hallberg. Eben, das ist wie der Hallberg, nur ein extremer. Sollen sie mal eine Halle auf den Hallberg bauen? Ja, die Hallberghalle. Ja, so. Gab's doch mal diesen legendären April-Schätz, das ist eine Tiefgarage und ein Hallberg. Naja, gut, das ist ein anderes Thema. Ganz anders. Ja, ja. Wie sie an, ne? Gut, und wie ging's aus? Gegen wen haben die überhaupt gespielt? Gegen Lyngskile? So würde ich es jetzt einfach mal aussprechen. Das ist, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Drittligist. Also eigentlich sollten die, das war mein Stand, als ich da hingefahren bin, gegen Stabæk spielen, die ja auch Erstligist sind. Mhm. Das hat sich dann kurzfristig geändert, dass sie da einen anderen Gegner rankarren mussten. Okay. Kennt man da irgendjemand, wenn das immer ein Erstligist ist? Ich kannte da tatsächlich ausnahmsweise gar keinen. Okay. Also ich war bei denen ja schon zweimal bei Ligaspielen, was auch teilweise ein bisschen her ist, aber damals hat zum Beispiel Olivier Ocean bei denen gespielt. Ah. Also die alte Legende. Ja, als ich ja mal vor anderthalb Jahren mal in Norwegen bei einem Ligaspiel war, da habe ich ja dann zufällig Mohamed Abdellau getroffen. Ja, nicht getroffen, gesehen auf dem Platz. also ab und zu, es gibt ja immer noch mal so Einzelne, die man schon mal so. Ich habe auch extra die Aufstellung mir noch mal rausgesucht und alles, aber nee. Aber war schon witzig, da hinzugehen. Also die haben jetzt auch, glaube ich, nicht mit ausländischen Besuchern gerechnet, weil am Eingang, also es hatte 100 Kronen gekostet und die habe ich halt, wie man. Wie viel sind das? Was guckt ihr so erschrocken? Das sind gut 10 Euro. Boah, für ein Testspiel. Halt, ja. Nicht schlecht. Aber gut, ist halt Norwegen. Gut, oder? Da ist nichts billig. Aber wie man es halt in Norwegen macht, alles mit Karte bezahlen. Ich halt meine Kreditkarte und die so in dieser hintersten Halle da, so klar haben wir ein Lesegerät dafür, alle bezahlen hier mit Karte. Und dann stellte sich dieses Lesegerät halt durch meine Karte auf Deutsch um. Und da waren sie irritiert. Und der Knilch, der da kassiert hat, war völlig fertig, weil er dachte, dieses Gerät ist ihm gerade kaputt gegangen. Okay. Also wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass da so Groundhopper kommen. Ja. Zählt das denn als Ground? Das war in der Groundhopping-App drin und irgendwas stand da auch, dass da zumindest ein Verein mehr oder weniger regulär spielt. Ich glaube, es war irgendwie ein Frauenteam oder so. Mhm. Weiß nicht, ob das richtig angegeben ist oder nicht. Keine Ahnung, vielleicht machen die auch nur die meisten Testspiele da drin. Aber es ist schon ein, also ich, für mich zählt es. Ja klar, warum denn nicht? Ich meine, du hast dann komplett Spiel gesehen. Ich bin da extra rausgefahren, ich bin durch diesen scheiß Schnee in Lilleström gestapft. Ja? 100 Kronen bezahlt, also ich finde, das zählt auf jeden Fall. Ich habe noch mehr bezahlt. Gab's ich musste ja.
musste ja noch mit dem Zug da raus und da musste noch 1,5 Kilometer da laufen durch den Schnee, um zu der Halle zu kommen, wieder zurück. Oder? Nicht so richtig. Also nur so Winterschuh, weil ich kann ja jetzt auch nicht mit Schneeschuhen fliegen. Ja. Okay, also du hast jetzt quasi einmal Heizstrahle, einmal eine verglaste Theke hinterm Tor und einmal eine Halle gehabt. Aber das, wo du es gerade ansprichst, das ist lustig, es war in dieser Halle auch nicht wirklich warm und das war das Geilste. Als ich das gesehen habe, mich weggeschmissen, es haben tatsächlich 2 Spieler der Gastmannschaft mit Handschuhen gespielt. Ja. In der Halle. Na ja, gut. Großartig fand ich das. Da dachte ich, geil. Die ist bestimmt nicht sonderlich beheizt. Was, ne? Ja, war die halt auch nicht. Ja. Aber dachte ich, geil, was für Weicheier. Also, die sind noch schlimmer als ich. Das geht eigentlich nicht. Nicht mal ich hatte in dieser Halle Handschuhe an. Ne? Geil. Gibt es die Halle nur, damit wirklich kein Schnee liegt? Also die Temperatur egal, Hauptsache es liegt kein Schnee. Na gut, ein bisschen wärmer ist es vielleicht schon, wenn es halt ja, nicht durchzieht. Ja, ist, der Wind geht nicht so. Ja, ja, klar. Mach ja, und hast halt einen guten Platz. Ja. Na gut. Okay, ja, sehr schön. Hast du gesungen? Macht sie alle. Schießt sie aus der Halle. Da wäre ich noch irritierter gewesen. Ja, Lillestrøm hat 2-0 gewonnen, habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Ja gut, das ist ja beim Testspiel jetzt eher nebensächlich, oder? Ja, dann erzähl du uns doch mal was über Testspielergebnisse. Da kommen wir gleich zu. Bevor wir über die Testspiele und vor allem über die Pflichtspiele des SVW in Wiesbaden sprechen, sprechen wir erstmal über diverse personelle Veränderungen im Verein, natürlich im Kader. Eine sitzt bei uns. Genau, aber eine haben wir ja hier direkt live vor Ort. Micha ist jetzt seit seit Jahresbeginn quasi, also vorgestellt jetzt letzte Woche beim ersten Heimspiel, der neue Stadionsprecher in der Britta Arena. Micha, wie kam es dazu? Ja, vor allem darf ich jetzt auch hier drüber reden. Ja. Wir auch. Oder wir alle dürfen jetzt drüber reden. Uns hat es ja schon eine Weile unter den Nägeln gebrannt. Da wir genau, es war ja jetzt für uns zumindest ich fange vorne an. Bei dem letzten Podcast ging es ja auch um die Highlights und Lowlights. Und da hast du ja, glaube ich, die Partie gegen Jena genannt, die wir 3-2 verloren haben an einem Montagabend. Ja, ja, genau, richtig. Ich habe zumindest eine positive Erinnerung an diese Partie, und zwar an die Halbzeitpause, als nämlich unser Capo, der Erik, zu mir kam, was er jetzt nicht oft tut. Mhm. Und mir eben gesagt hat einfach, dass die Zusammenarbeit mit der Desi zum Jahresende beendet wird und dass sie eben jemand Neues suchen. Da werden als erstes die Ultras informiert. Und er stand da zumindest im Kontakt mit dem Daniel Mucher, der damals ja noch Pressesprecher war. Und der Verein hat da wohl signalisiert, dass sie sich durchaus vorstellen können, dass es jemand aus der Fanszene eben auch oder aus der Fanszene jemand werden kann. Und er hatte dann, warum auch immer, als erstes an mich gedacht und hat mir das eben auch so mitgeteilt. Und in der Situation habe ich erstmal gehört, ja, okay. Also genau dann, so kamst du auch in unser Blog wieder zurück, daran kann ich mich noch erinnern. Konnte noch nicht so viel damit anfangen. In der Situation, aber gut, dann einen Tag später schrieb mich dann der Daniel Mucher an. Mhm. Und dann habe ich eben da einfach, habe ich mich mit ihm getroffen und habe dann, das war Mitte November war das, Heimspiel gegen Jena. Und dann bin ich beim Heimspiel gegen Lotte, das war am 1. Dezember, bin ich dann mal mitgelaufen sozusagen, also als hatte dann so ein Backstage-Pass. Backstage-Pass, stiller Beobachter hast du. Genau, und durfte dann praktisch das einmal so vom Ablauf her schon mal miterleben und habe dann auch die von der Stadionregie kennengelernt und so weiter. Ja gut, und dann haben wir das dann nochmal, das war entweder davor oder danach, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall habe ich es dann nochmal getestet. Also sprich, ich bin dann mal dienstags abends in die Britta Arena gefahren und dann kam eben auch die Techniker und dann haben wir das mal auf dem Rasen einfach vor leeren Rängen. Hast du ins leere Stadion reingebrüllt. Genau, wurde das Licht mal angeschmissen und dann haben wir dann das Mikro mal getestet. Und wie ich dann, wie ich klinge und auch, wie es dann eben ist, wenn ich dann eben ein bisschen variiere mit der Stimme. Ja, dann gab es noch ein Gespräch mit dem Nico Schäfer, dem Geschäftsführer für den Bereich Sport und Medien und ja, da habe ich dann wohl überzeugt. Zumindest war es dann so, dass ich eine Woche später dann die mündliche Zusage schon hatte. Das war dann so Mitte Dezember irgendwas. Und dann war aber halt die Personalerin da im Urlaub. Und
bis sie wieder da war und die von mir den nötigen Kram hatte, war dann der Nico Schäfer mit dem Trainingslager und so hat sich das dann noch eben noch ein bisschen hingezögert und genau, den Vertrag hatte ich dann Mitte Januar unterschrieben und genau, und bekannt geben und dann haben wir auch diese Fotos aufgenommen und dann wollten es aber eben erst bekannt geben, so in der Woche zum Heimspiel hin, so haben sie es dann ja auch gemacht und gut, ich hatte es ja dann ein paar Leuten auch schon gesagt, dass ich da das wahrscheinlich werde oder dass es sein könnte, dass ich das werde. Und gegen wie viele Leute oder gegen wie viele Mitbewerber musstest du dich denn durchsetzen, weißt du das? Ja, es gab tatsächlich sonst wohl niemanden. Okay. Genau, das war halt jetzt so, dass die gesagt haben, also der Nico Schäfer meinte, ich wäre in der Vergangenheit schon mal positiv aufgefallen, wohl bei einem Fantreffen mal durch. Ich dachte bei der Alkoholkontrolle. Intelligente Fragen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, und ich habe ja dieses Fanprojekt mal konzipiert und so, dass ich da zumindest als, ja. Bist nicht unbekannt im Verein. Genau, also wie gesagt, die haben gemerkt, dass mir der Verein da am Herzen liegt. Und gut, der Erik kam eben dann auch auf mich aufgrund unseres Podcastes. Und gut, für mich war immer klar, dass das ein Sprungbrett ist. Sehr gut. Ja. Nein, also im Endeffekt. Aber warte mal, das ist ja eine völlig neue Information. Ich bin so schnell groß. Erik hört unseren Podcast. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau. Ja, cool. Ja, und ich habe mich ja auch schon dafür mehrfach bei ihm bedankt, dass er die Idee, nicht nur die Idee hatte, sondern auch das so weitergegeben hat. Und ja, im Endeffekt war es so, dass sie gesagt haben, dass sie jetzt da. Die haben die Stelle jetzt nicht ausgeschrieben, sondern sie wollten halt gucken, ob sich da was ergibt. Und das war dann wohl so zufriedenstellend, dass sie mir zumindest eben die Chance jetzt mal geben. Das ist jetzt zunächst mal bis zum Saisonende? Ja, über Vertragsinhalte darf ich nicht sprechen, aber hast nein, Verlängerungsoption. Also, genau, nein, also ist jetzt erstmal klar, die ich bin ja, was das angeht, ein unbeschriebenes Blatt. Und genau, dann ging es natürlich an dem Montag, wo das veröffentlicht wurde, das war ja jetzt dann vor 2 Wochen, also ja. Vor 13 Tagen, ja. Leute, und dann ging das natürlich Montag, Dienstag erstmal so ein bisschen rund in den sozialen Medien, sowas mich angeht, dann haben sich auch einige Leute dann gemeldet und Hater. Ja. Ja, also es gab eigentlich. Müssen wir wen verhauen? Es gab erstmal nur, also auch im, was ich so gelesen habe von Leuten, die mich ja nicht kennen, so positive Rückmeldungen. Klar, die warten dann erstmal, was ist, aber viele waren halt auch einfach froh, dass es jetzt jemand anderes macht. So, was ich jetzt zumindest mitbekommen habe. Und gut, und dann gab es eben dann gegen Rostock, war ich dann eben das erste Mal der Stadionsprecher, und da ist es natürlich so ein Posten, da hast du keine Generalprobe oder irgendwas, und ich habe ja auch keine Erfahrung in dem Bereich. Ich bin da zwar mal mitgelaufen, habe die Anlage mal getestet, aber da wäre mal so ein Testspiel noch gut gewesen. Ja, genau, und dann ging es halt direkt gegen Rostock los als Risikospiel, und ich hatte dann auch, stell dir mal vor, die hätten jetzt auch noch gezündelt oder sonst irgendwie. Ja, und ich hatte dann zu allem Überfluss auch, Freitag ging bei mir eine Erkältung los, die mich dann Freitag, also Samstag vor allem ziemlich beschäftigt hat. Sonntag ging es dann irgendwie, aber Montag bin ich dann auch zum Arzt, weil es nicht mehr ging. Aber das waren dann halt einfach so ein paar äußere Fit Faktoren. Fürs erste Spiel. Genau. Und können wir auch gleich ergänzen, das war auch der Grund, warum wir nicht letzten Montag aufgenommen haben, wie wir es ursprünglich vorhatten. Genau. Ja. Okay. Weil da ging dann, also bei mir war es dann auch wirklich so, nachdem ich dann daheim war, dann ist so wirklich auch die Anspannung einfach abgefallen, und dann habe ich auch einfach gemerkt, dass ich doch. Ja, das dann auch, dann hat sich die Erkältung so richtig breit gemacht. Und ja. Genau, also das war halt irgendwie, das hat irgendwie noch funktioniert. Und zum Spiel kommen wir dann ja noch, aber für mich war es einfach so, dass ich da schon sehr angespannt war und sicherlich nicht so locker wie hier. Aber wobei wir hier ja ähnliche Zuschauerzahlen haben oder Zuhörerzahlen, ne? Ja, aber dann
Genau, die vielleicht dann nicht, sind dann nicht so direkt genau, dabei. Und, nicht so gegen die Weiße Wand. Und ich musste auch hier nicht ganz so viel Sponsoren durchsagen machen, an die ich denken muss. Ja, schade eigentlich. Ja, also falls es da Interessenten gibt, wir können über alles reden. Genau. Der Michael ließ alles weg, der ist jetzt schmerzfrei. Ja, genau. Also ich sag mal, wenn sich so diese Standarddurchsagen nach Wechseln, nach Toren und so weiter, Spielstand nach Toren, wenn sich das alles eingespielt hat, dann und ich nicht dann wieder auf meinen Zettel noch gucken, dann ist das sicherlich alles etwas lockerer auch. Aber gut, jetzt erstmal hatte ich so recht viel positives Feedback bekommen. Klar weiß ich auch, dass... Also beim ersten Mal geht es wahrscheinlich auch eher darum, dass er so fehlerfrei ohne größere Pannen irgendwie über die Bühne bringt. Genau, das war auch mein Fokus, dass ich das eben möglichst oder dass ich das eben fehlerfrei mache. Und ja, wie gesagt, so war es, glaube ich, ganz okay. Hat es dann auch ein bisschen Spaß gemacht jetzt so, abgesehen von der Anspannung und so? Ja, das war so ein Punkt, wo ich jetzt so, je länger ich da auch so drüber nachgedacht habe, dass ich so gedacht habe, weil, also erstmal positiv fand ich, dass dann auch vom Verein eben das Feedback kam, dass ich da ruhig etwas freier und emotionaler das machen kann. Und dann habe ich mich natürlich auch so ein bisschen geärgert, also nicht natürlich, aber ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich so dachte, ja, warum hast du es nicht gemacht? Aber gut, das ist halt einfach so eine Situation, die kannst du vielleicht im Kopf so ein bisschen durchspielen, aber wenn du es halt erlebst, ist es dann einfach, einfach anders. Und wie gesagt, ich hatte einfach den Fokus so auf möglichst fehlerfrei und gut, das hat man dann, war dann vielleicht mehr noch so das Ding so ein bisschen Stock im Arsch, aber so war es dann jetzt eben erstmal. Ja. Ja, genau, ja, ich denke, es ist verständlich und hat man ein bisschen gemerkt, dass du schon auch ein bisschen aufgeregt warst, also man will ja auch noch ein bisschen Luft nach oben haben, also wenn jetzt da gleich mit so einer mega Performance dann da antrittst, dann denkt ja jeder, oh Gott, was passiert beim nächsten Mal, ja, das wäre auch schade. Ich weiß auch nicht, Mega-Performance ist ja auch nicht das, was ich von einem Stadionsprecher erwarte, weil dann bist du gleich bei so einem Marktschreier-Typen wie Mainz oder kommt das, was dazu, wir jetzt vorher hatten. Wir wollen es ja eigentlich, ich finde es ja eigentlich auch eher angenehm, wenn sich jetzt, ich sag mal, die Personen drumherum nicht wichtiger nehmen als das, was tatsächlich auf dem Platz passiert. Genau, es geht ja auch darum, dass es geht ja, die Leute, die kommen ja, um den Verein spielen zu sehen oder weil sie halt eingeladen worden sind vom Sponsor, keine Ahnung, aber die meisten kommen ja dann doch tatsächlich aus Interesse zumindest einem der beiden Vereine und ich bin da eben jetzt einfach nur ein Teil des Drumherums. Hm. Ja, einfacher Arbeiter im Weinberg des Herren. Ja, und dann, klar, also ich habe natürlich ein Praktikum in Leipzig gemacht. bei dem Marktschreier da. Nein, also ich denke, ich werde dann noch so meine eigene Linie dann einfach ein bisschen finden und wenn das dann genehm ist, darf ich das dann vielleicht auch länger machen? Oder dann, wenn das gut ankommt, darf ich es mit Sicherheit länger machen, aber jetzt gucke ich erstmal, dass ich da reinkomme. Und von Spiel zu Spiel denken. Nächstes Spiel ist immer das nächste. Und, genau. Wobei das nächste Heimspiel ja tatsächlich noch ein bisschen dauert, aber die Taktung war Ende des Jahres ja etwas höher. Mhm. Genau, aber. Ja. Ja, sehr cool. Eins hatte ich noch. Das kann man vielleicht mit ein bisschen Technik noch regeln. Ich fand dich teilweise nicht so gut zu verstehen, weil du ja eine deutlich tiefere Stimmlage hast, jetzt natürlich als Desi vorher. Gott sei Dank. Ja, klar. Aber teilweise, es ging dann so ein bisschen unter, halt dann so im restlichen Stadiongeräusch. Gut, ich meine, ich habe selbst gesehen, wer die Tore geschossen hat, von daher war das jetzt nicht so schlimm, aber ich habe natürlich jetzt besonders drauf geachtet, was da halt so erzählst. Erzähl mir was Neues hier. Nee, weil ich halt jetzt natürlich dann logischerweise halt auch wissen wollte, wie macht er sich, was erzählt er und so weiter. Und deswegen fiel es mir halt ein bisschen auf, dass das teilweise ein bisschen unterging. Also ich weiß nicht, ob man da vielleicht noch ein bisschen was von der, von Mikro oder sonstigen Einstellungen dann noch irgendwie machen kann, dass wir da die Veranstaltung drehen besser. Einfach unsere Nebenleute runter. Was noch das wäre auch nicht schlecht. Was noch dazu kam, war, dass das Mikro, das ich hatte, also es ist tatsächlich auch so, das ist, wie Sie gesagt haben, scharf geschaltet. Also sobald ich das anschalte und was sage, wird das eben auch gehört. Da gibt es sich nochmal ein zusätzliches und das hat halt einen Knopf zum Ein- und Ausschalten, aber der Knopf ist eben ab oder fehlt. und die haben halt einen neuen bestellt und der war aber noch nicht da. Und dann musste ich immer mit so einem, ich habe ja jetzt die ganz schmale Finger, dann habe ich damit immer so einem
Hilfsding mir dann so geholfen, um das eben das Mikro zu aktivieren und wieder auszumachen vor allem. Das war halt auch so ein bisschen nervig noch. Okay. Und, geil, professioneller Verein durch und durch. Ja, und jetzt haben sie auch schon gesagt, also das nächste, also wenn es bis zum nächsten Heimspiel nicht da ist, kriege ich ein anderes Mikro und ja, also generell ist die Anlage wohl nicht ganz so gut, nicht ganz so modern. Ich hatte auch schon Rückmeldungen bekommen, wo die Leute gesagt haben, man hat mich gut verstanden. Vielleicht liegt es natürlich auch, da kommt es darauf an, wo man steht oder sitzt. Vielleicht ist dann auch irgendein Lautsprecher nicht ganz. Ja, ja. Meine Eltern waren auch in N7, waren die. Waren bei Telekom auch direkt zu sehen vom Spiel, gehen, war lustig. Oh Gott, die ganze Familie stolz auf Ende. Ja. Nee, also die waren einfach dann zufällig zu sehen, ja, und weil sie wahrscheinlich den Doppelhalter hatten. Gegen Ende der, von dem, was ich gesagt hatte, wäre ich ein bisschen leiser geworden, aber das bezog sich, glaube ich, auf diese Meldung des Tages, da wart ihr noch gar nicht da. Ja. Und beim 2-0 war es tatsächlich so, dass ich erst gar nicht, weil da habe ich kurz, also wie es halt so ist, zweite Halbzeit war sehr stressig für mich, weil dann gab es die ganzen Wechsel, dann musste ich immer dran denken, noch einen Sponsoren hinterher zu schieben, dann Zuschauerzahl, bla bla bla. Und bei dem 2-0 habe ich erst gar nicht gesehen, wer es gemacht hat, weil ich da kurz nicht geguckt hatte und auf einmal jubeln sie und da hat sich so eine Spielertraube gebildet. Ich so verdammt, was sag ich jetzt? Hast du keinen Einflüsterer? Ja, und der andere, der von der Regie hat es halt auch nicht gesehen. Und dann habe ich so gedacht, dann läuft der auch. Torschütze, einer von uns. Die haben ja dann von Opta-Data auch, muss ja auch nicht die Daten, die kommen recht schnell rein. Okay, haben die ja so einen Ticker dann oder irgendwas da laufen? Oder? Ja, genau, also okay. Sind die Daten. Oder so ein Infoscreen oder so. Ja. Und es läuft natürlich auch das Spiel, aber halt so eine halbe Minute bis Minute Zeit versetzt. Und ja gut, dann war es relativ schnell klar, dass Gül das gemacht hat und ja. Man darf ja dann auch nicht, ich meine, ich habe dann auch bei den Toren zum Beispiel gesagt, okay, ich lass erstmal kurz jubeln, bevor ich dann da reinbrülle. Ja. War einfach so mein Ansatz. Die Musik spielt jemand anders dann an, oder? Also die das macht ja die Stadionregie, genau. Also er macht ja die Einblendung und auch die Musik dann entsprechend und aber klar, mit dem, also deshalb bin ich auch dann oben bei der Stadionregie, weil wir uns dann ja absprechen, wann ich dann was sage, damit das eben auch zur Einblendung dann passt. Wo ist das? Ist das dann so quasi oberste Reihe Haupttribüne dann? Das ist ganz oben. Und dann das am ist Rand. Leider, das ist so Höhe 16er Richtung Gäste allerdings. Ja, weil in der Mitte sind ja dann die teuren das Logen. Die ganzen Logen, genau. Ja. Und wir sind am äußersten Rand, was das angeht, direkt neben der Polizei. Und dann oberhalb vom Familienblock dann, oder? Ah nee, der ist jetzt auf der anderen Seite. Der war, wo früher der Familienblock war, ne? Ja, ist egal, wo die Rollis sind, ne? Gut, die sind natürlich ganz unten dann, ja. Genau, dann ja. Okay. Genau, und da. Ja, nur, dass ich weiß, wo ich hinwinken muss. Genau, ich habe jetzt einfach, also die erste Halbzeit war recht entspannt und wie gesagt, den Fokus habe ich halt auf das Formspiel gelegt, weil das war ja auch das, wo ich am Anfang zu sehen bin und dann, wo ich einfach mehr zu tun hatte, dachte ich. Erste Halbzeit war noch recht wenig und dann in der Pause mache ich dann auch noch so ein Halbzeitgespräch in dem oberen VIP-Bereich. Da habe ich dann mit Sebastian Wofzer gesprochen und ihn dann eben auch. Siehst du, das habe ich nicht mitbekommen, obwohl ich in der Halbzeit gar nicht aus dem Block rausgegangen bin. Ja, aber das wird auch nicht übertragen. Ach so. Das sieht man tatsächlich nur in dem oberen VIP-Bereich. Und auch, also das VIP-Bereich ist ja in Silber und Gold unterteilt. Also Gold ist oben mit den Logen. Die haben ja dann auch eigene Bedienung oder Testen oder was sagt man da? Ja, so. Also die, genau, die haben praktisch einen gehobenen Service und ein Schmankerl ist dann wohl dieses Halbzeitgespräch. Das heißt, es hat schon eine Kamera mit dabei, das wird dann da. Mir wurde vorher gesagt, hört keiner zu. Und, okay. Aber da durfte ich mir dann tatsächlich auch, sollte ich mir selbst die Fragen überlegen, habe das dann auch getan und ja, das im Prinzip, da läuft dann auch erstmal 6-7 Minuten Werbung und dann habe ich dann da 3-4 Minuten Gespräch, habe dann mit dem Sebastian Rofzer eben schon kurz vorher gesagt, was wir halt machen. Da mussten wir erst noch einen wegscheuchen, weil der da gegessen hat. Und dann kamen die Mikros und dann haben wir das eben gemacht. Und das kam dann. Ist das dann auf der Tribüne oder dann irgendwo drin? Oder? Also unten in diesem unteren VIP-Bereich, wo auch die Geschäftsstelle dann ja ist, wenn man da die Karten holt, also die kennst du ja. Ja, ja, klar. Ja. Und das ist einfach halt eins oben drüber und da ist dann eben so ein. Wie nennen sie diese Hochziehdinger da? Ist halt was aufgebaut von. Ich glaube, von BM, vom irgendeinem Autohaus wird das dann, was weiß ich. Also, okay. Da komme ich einfach hin, sage guten Tag. Ah ja, aber das ist drin, das ist jetzt nicht draußen. Ist es auf drin, den genau, Plätzen. In diesem oberen VIP-Bereich und
ist einfach nur, genau, in der zweiten Halbzeit war es dann halt etwas stressiger mit den ganzen Wechseln und Gedöns. Und ja. Weil dann hat auch einer bei dem einen Wechsel, hat dann einer gemeint, die haben doch zweimal gewechselt und ich so, ich habe jetzt nur einen mitbekommen und dann, das war dann halt so ein bisschen so, wo ich so. Ja, da wir auch gedacht, er würde zwei rausnehmen. Ja, genau, dann, dann ist Königs raus und dann wieder rein. Marco Königs ist dann irgendwie. Für den Eckball oder sonst irgendwas ist er nochmal reingegangen. Ja, dann irgendwann, die Elf kam doch auch rein. Da habe ich aber gedacht, nee, der spielt schon länger. Der. Ey, gut, also das war halt dann für mich einfach noch auch eine Erkenntnis, dass ich dann während dem Spiel sehr aufmerksam einfach gucken muss und genau. Wie war es denn vor dem Spiel? Weil ich wollte eigentlich zeitig da sein, hat aus verschiedenen Gründen nicht ganz geklappt. Ich kam auch völlig zu spät. Also genau, nee, du warst zum Anpfiff, aber zu spät für Michas Programm. Genau, ich habe davon eigentlich nur noch die Aufstellung mitbekommen. Auch CJ, schönen Gruß an der Stelle. Später als er wollte. Nein, aber hast du dann, weiß nicht, gab es da auf dem Platz irgendwie Interviews oder sonst irgendwie? Was lief da? Also das war so, dass ich fange jetzt immer 35 Minuten vorm Spiel an. Mhm. Begrüß eben, dann gibt es irgendwie jeden mit Handschlag, der schon da ist. Genau, renn dann einmal da rum, auch ein bisschen abnehmen und nein, also sag halt guten Tag und herzlich willkommen und dann gibt es ein bisschen Musik und dann kommen die Themen des Tages und die fünf Meldungen, ich dachte dann auch, dann gibt es irgendwie so die Neuverpflichtung, ne, und was sich so getan hat, aber die Meldung des Tages war dann, es gibt eine neue Mütze. Die Wintermütze, ja. Die neue Wintermütze, die ich dann auch kurz vorm Spiel geschenkt bekommen habe, weil ich erkältet war. Die du präsentieren durftest. Die habe ich dann auch präsentiert. Die habe ich, während ich die anmoderiert habe, aufgezogen. Wie professionell. Und dann, ob das professionell aussah, weiß ich nicht, aber es hat zumindest geklappt. Und dann danach war ich auch, und dann, gut, dann gab es das Ergebnis von dem ersten FIFA SVWW Cup. Ach, da war irgendwie ein, zwei Tage vorher war da irgend so ein Veranstaltung. Dann hat die Equipe, also die Altherrenmannschaft vom SVW, die Hallenturniere in Wiesbaden gewonnen. Ah. Und es gab noch irgendeine Sicherheitsübung in der Britta Arena, irgendwelche Katastrophenfelder durchgeführt. Ah ja, die Meldung hatte ich auch gelesen. Ja, genau. Das waren jetzt vier Mütze, Sicherheitstraining, Equipe. Das hast du dann vorgelesen dann? Ja, ja, das war dann im Prinzip vorbereitete Meldung, wo ich dann mehr oder weniger, die ich dann mehr oder weniger vorgelesen habe. Hast du den Uli Wickert gemacht? oh Gott, den kennen unsere jungen Hörer noch gar nicht mehr. Entschuldigung. Ja. Hast du also Jens Rieber gemacht? Wie gesagt, ich war ja nicht zu sehen, also es war ja dann immer die Einblendung auf der Videoleinwand. Aber gut, und dann gab es den Werbeblock und dann gab es eben noch als Sonderding das Gedenken an die Befreiung von Auschwitz rund um den 27. Januar. Und das war wahrscheinlich dann auch eine vorgefertigte Meldung. Das war, war da einfach ein Text, den ich dann der überall verlesen wurde an dem Wochenende. Verlesen habe ja, gut, und dann gab es eben noch weil es eben ein Risikospiel war, hat dann der Sicherheitssprecher was gesagt von der Polizei. Und die Rostocker haben ja zumindest jetzt kein erkennbares Pyro gezündet, aber sie haben dann hinter der Südkurve zumindest ein Toilettenhäuschen angezündet. Das war das. Wir haben die schwarzen Rauchschwaden da hochsteigen sehen, haben überlegt, ob jetzt da irgendwie der Grill jetzt irgendwie hochgegangen ist. Oder ja, was? Nee, die haben dann da wohl tatsächlich eins der Toilettenhäuschen angezündet, dass die Meldung kam. Und dann hat nämlich der Sprecher auch gemeint von der Polizei, also wenn die Feuerwehr einfach so reinfährt, sagt er nichts, aber wenn sie tatütata kommen, dann sagt er halt auch was. Aber man hat was gehört, ne? Man hat mal irgendwie, also ich habe mal eine Sirene gehört. Ich halt aber nicht, vielleicht war da eine andere. Gehört habe ich die auch, ich war mir aber nicht sicher, ob die zum Stadion. Ja, ich meine, auf jeden Fall ist dann da die Berliner Feuerwehr sein, vorgefahren, ja. Und hat das Ding gelöscht. Aber man hat das ziemlich deutlich von unserer Position aus gesehen, dass da schwarzer Rauch für eine Zeit mal aufsteht. Ja, absolut. Ja. Genau, und ansonsten, ja, wie gesagt. Zündet den Klo an, ey. Wie doof muss man eigentlich sein? Wir haben wohl dann, das, ja klar, da sind sie zumindest nicht, werden sie nicht beobachtet. Es gibt ja wenig Kameras. Und, ja, schon gut. Also war halt so. Ja, okay, aber. So insgesamt, ein kurzes Fazit dann, oder mit einem Wort, wie warst du zufrieden? Ja, also ich fand's okay. Wie gesagt, wie ich dann so wirke, war nochmal ein anderes Ding, aber ich habe dann auch einfach gedacht, so, nee, es war schon von dem, was ich mir vorgenommen habe, so, ja, war schon ganz gut. Aber natürlich weiß ich auch, dass das. Jetzt erst der Anfang
war. Und ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich denke einfach, dass da durchaus, wenn ich mich daran gewöhnt habe. Ja, klar, das ist ja wie mit allem, mit ein bisschen Routine. Genau. Aber ich denke, das wissen die Verantwortlichen ja auch. Ja, und genau. Ja, schön, da freuen wir uns auf deinen nächsten Einsatz. Der einzige Nachteil an der Geschichte ist jetzt natürlich, dass du nicht mehr neben uns im Block stehst. Ja, das habe ich auch gemerkt. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich... Wir haben ja die WhatsApp-Gruppe. Ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt nach dem Spiel wollte ich jetzt eigentlich immer mal hinter den Block kommen, einfach um zu babbeln. Nein, einfach um über das Spiel zu babbeln, weil ich das ja sonst nicht mehr kann. Ja. Ich muss ja auch 2 Stunden vorm Spiel da sein und genau, jetzt hatte ich, nach dem Spiel musste ich tatsächlich dann erstmal was essen. Aber nach dem Spiel bist du grundsätzlich durch mit der Arbeit oder ist da auch nochmal irgendein Wimpel? Nee, nach dem Spiel bin ich durch. Es kann sein, dass wir da nochmal so eine Nachbesprechung machen, aber dadurch, dass der Jörg Bock, der neue Pressesprecher oder Leiter Medien, eben auch jetzt neu erst ist, kann sein, dass ich das und der, die da machen dann ja auch noch die PK und so. Aber in dem Fall war es jetzt so, dass ich erstmal dann, weil ich ja gefrühstückt hatte, aber dann das Spiel war ja dann um 3 fertig erst und dann hatte ich dann erstmal Hunger und wollte was essen. Im nächsten Mal muss ich das irgendwie in irgendeiner Pause einbauen. Also bevor das Spiel losgeht und bevor ich da unten bin, dass ich irgendwie nochmal was esse, weil sonst ist das doch schon sehr lang. Ja, ja. Wir schmeißen dir was vorne. Genau. Ausgerechnet, ja. Okay, ja, sehr schön. Dann, wann ist der nächste Einsatz? Sehen wir jetzt. Genau 2 Wochen. In 2 Wochen wieder sonntags, dann 14 Uhr gegen die Würzburger Kickers. Da sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Jetzt, jetzt hast du gerade schon den Namen erwähnt. Wir sprechen nochmal über die anderen Personalien. Machen wir gerade nochmal kurz neben dem Platz weiter. Jörg Bock heißt jetzt der neue Pressechef. Ja. Genau, und Daniel Mucher hat uns ja zum Jahresende verlassen, oder kurz vor Weihnachten war, glaube ich, sein letzter Einsatz. Er hatte noch Resturlaub, ja. Ja, genau, beim letzten Heimspiel war er schon, glaube ich, nicht mehr da. Ne? Ist jetzt in Bielefeld und Jörg Bock kam jetzt vom Karlsruher SC, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne? Das war sein letzter Arbeitgeber, genau. Sie hatten ihn September oder Oktober freigestellt. Okay. Und er hat da 15 Jahre wohl gearbeitet. Mhm. Und ja, also. War er da vorher auch Pressesprecher oder, war da, oder Leiter PR? Oder genau, also hat er den gleichen Posten und gut. Ja, fand halt natürlich den Abgang nicht so toll oder passend, aber gut, was da jetzt. Also, er war, denke ich, für uns ein sehr erfahrener Mann, der da kommt und auch ja zweite Liga mit Karlsruhe dann miterlebt und. Okay. Ja, werden wir sicherlich auch mal kennenlernen, wenn jetzt mal wieder irgendwie, wenn wir uns vielleicht mal wieder in der Britta Arena rumtreiben, wenn wir irgendwas möchten oder auch, wenn wir irgendwie mal so, keine Ahnung, Interviewanfragen haben, solche Sachen. Ja, dann gibt es ein paar Spielerwechsel. Das ist jetzt ja vielleicht noch ein bisschen interessanter für die meisten Zuhörer und für uns ehrlicherweise auch. Das Beste ist ja, du bist uns so auf die Nerven gegangen die letzten Monate mit einem Wechselwunsch, dass der sich noch erfüllt hat. Am vorletzten Tag des Transferfensters, ja, das war groß. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Es gab zunächst mal, das fand ich ein bisschen überraschend, dass René Gude nach Meppen gewechselt ist. Also nicht, dass er nach Meppen gewechselt ist, aber dass er uns verlässt nach einem halben Jahr schon. Wir hatten ja auch in der Sendung vorher noch spekuliert, so von wegen, was könnte sich vielleicht noch tun und hatten ja Stefan Andres schon genannt als möglichen Kandidaten, der vielleicht noch wechseln könnte im Winter. Und dann sind wir die anderen nochmal so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgegangen und dachten eigentlich, na gut, so René Gude ist jetzt auch erst im Sommer gekommen. Genau. Ja, es hat mich deswegen gewundert, weil wir ja auch gerade in der letzten Folge schon von Martinovic gesprochen hatten, so von wegen, ja, als Stürmer Nummer 5 oder so. Kein Wunder, dass der geht. Und ja. Guder war jetzt sozusagen eine Position vor ihm, genau, wenn man so will. Deswegen hat es mich dann doch überrascht. Ja. Ja, weil ich war auch ein bisschen, also ich meine jetzt klar, dass er... Dass der nicht so viele Einsatzzeiten hat, wie er will, klar, aber... Und wenn er woanders jetzt eine bessere Chance sieht, aber so nach einem halben Jahr, das ist eigentlich so das Ding. Er war ja nicht so endlos weit weg von der Mannschaft, also ja. Kader war er eigentlich regelmäßig zumindest. Ja, wurde auch einige Male eingewechselt. Ich glaube, einmal hat er von Beginn an gespielt, am Anfang der Saison irgendwann mal, weiß gut, ich nicht. Gut, man kann es jetzt nur so übersetzen, dass der Trainer dann nicht in ihm das Potenzial gesehen hat, dass er sich so weiterentwickelt, dass er uns... Wahrscheinlich. In den nächsten, ja, im nächsten halben Jahr weiterhilft und so, dann war wahrscheinlich klar, dann wäre er weiter Bankdrücker oder die U23-Regelung Erfüller und fällt er da drunter überhaupt?
Oder erzähle ich jetzt Quatsch? Könnte knapp noch reichen, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, gut. Und dann. Ja. Er hat ja immer im Norden gespielt, in Flensburg, in Hamburg, ja. Jetzt nach Meppen. Vielleicht liegt ihm das eher einfach. Hessen 3, eigentlich die Chance verpasst. Ja. ja, mit dem Namen passt er eigentlich perfekt nach Hessen, aber na gut. Ja. Und ihr wolltet euch Trikots kaufen, habt ihr auch nicht gemacht. Ich krieg vielleicht noch eins. Haben die welche auf Vorrat geflockt? Ich weiß nicht, oder? Ich muss dann den Zeugwart mal fragen. Sehr gut. Aber er hat ja direkt getroffen. Ja. Nicht direkt, aber im zweiten Einsatz jetzt, oder? Ja, das ist ja direkt. Ja, genau. Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, dann, wenn wir bei Abgängen sind. Das hat man ja tatsächlich ja schon so eine Weile gemutmaßt. Also nicht, dass wir es tatsächlich wussten. Hatten jetzt auch keine Insider-Infos, aber so halt so rein von unserer Beobachtung von außen her, dass Stefan Andres vielleicht nicht ganz zufrieden ist und sich möglicherweise verändern möchte. Irgendwer hat geschrieben, überraschenderweise. Ich weiß nicht mehr, wer es war, Kurier oder so? Ja. Also ich auch dachte so, nee, genau. Ganz so überraschend war es dann doch nicht. Also es gäbe Spieler, bei denen es mich mehr überrascht hätte, genau. Sagen wir es mal so rum. Ja, kann man auch bei uns in der letzten Folge nachhören, dass wir da tatsächlich da schon drüber spekuliert hatten. Und tatsächlich, er war dann schon im ersten Rückrundenspiel in Cottbus, dann auch schon gar nicht mehr im Aufgebot und einen Tag später wurde dann der Wechsel nach Aalen bekannt gegeben. Ja, dann wollte er wahrscheinlich ziemlich dringend weg, weil Aalen ist ja jetzt sportlich jetzt zumindest in dieser Saison keine Verbesserung. Also du hast ja schon die Vorteile des Transfers sehr gut zusammengefasst. Ja, ich meine, für uns ist natürlich perfekt, dadurch, dass wir halt schon Aalen halt schon beide Spiele hatten. Das erste Rückrundenspiel gegen Aalen war ja schon vor Weihnachten. Das heißt, gegen uns kann er diese Saison nicht mehr spielen, demzufolge auch nicht mehr treffen. Früher war das ja regelmäßig der Fall, dass Ex-Spieler gegen uns gleich im nächsten Spiel getroffen haben. Und kann er eigentlich jetzt, meinetwegen kann er so viele Tore schießen, wie er will. Hätte mich natürlich mehr gefreut, noch wenn er es für uns geschossen hätte, aber meinetwegen kann er ja auch jetzt ein Ding nach dem anderen da reinknallen und gegen sämtliche Konkurrenten treffen. Das hätte ich gar nichts dagegen. Genau, also der Vertrag wäre ja eh ausgelaufen und ich denke auch nicht, dass er nochmal verlängert hätte. Ja. Jetzt ist er auch nochmal näher an seine Heimat. Und wie man es, genau, das war ja damals so ein bisschen zumindest ein Argument, als er von Rostock zu uns gekommen ist, kommt ja aus der Schweiz. Und man kann davon ausgehen, oder ich gehe zumindest davon aus, dass es auch einen gewissen Ablösebetrag gab, weil über die Transfermodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Das heißt, wenn man ablösefrei hätte gehen lassen, dann schreiben sie es ja meistens dann dazu, dass der Vertrag aufgelöst wurde oder irgendein Spruch. Ja, es kann halt also auch in die andere Richtung gehen. Ach, dass man noch eine Abfindung gezahlt hat, meinst du? Mhm. Das. Weil Aalen vielleicht nicht ganz so viel zahlt, wie wir gewinnen. Naja, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Aalen, also Aalen sind, als wir da mal mit, weiß ich nicht, 50 Fans waren, sind denen in der Halbzeit schon die Brötchen für die Wurst ausgegangen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel die an Geld aufbringen, aber anderes zu holen. Aalen hat gerade Geld von Braunschweig für den Bär bekommen. Wie heißt der? Markus Bär? Nein, der Stürmer. Ja, oder der Stürmbär. Ja. Heb dir die schlechten Wortspiele für deine Moderation. Nein, die muss ich alle hier machen. Die darf ich ja nicht machen. Marcel. Marcel, genau. Ich wusste, der was Marcel mit dem. Marcel. So. Erzählbär, genau. Der Erklärbär. Ich glaube, dafür für den. Der ist hat, gewechselt. Steht was dabei? War es irgendwie offiziell? Auf jeden Fall. Der Krieger wahrscheinlich nicht, aber. Aber da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das Braunschweig was für die bezahlt. Die haben Sicherheit nicht einfach so freigegeben. So, und dann könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung, wenn die 100.000 Euro bezahlt haben, dass vielleicht dann Aalen noch 50.000 Euro für den Andres ausgeben musste oder irgendwas, keine Ahnung. Und es gibt wieder Brötchen das nächste Mal. Ja, gut, der Rest geht natürlich ins Gehalt für den Andres. Bär sei Dank. Bär sei Dank, oh Gott. Okay, das waren die Abgänge, die wir noch nicht hatten. Und dafür sind auch noch zwei neue Spieler gekommen. Zuerst Gökhan Gül. Der wurde ausgeliehen bis Saisonende von Fortuna Düsseldorf, wobei er da vornehmlich in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz kam. Entschuldigung, laut Transfermarkt für 300.000 verkauft. Na also, da ist vielleicht sogar noch 100.000 Euro für den Andres übrig geblieben. Meinst du? Ja, warum denn nicht? Ja, her mit den Insider. Wir recherchieren das. Das müssen wir vielleicht auch noch gerade klären, so aus Transparenzgründen.
wenn du was weißt und es nicht erzählen kannst, was machen wir denn? Dann erzähl ich es nicht. Ah, dann erzählst du es nicht. Das ist ja, ey, die ist hier abgefahren ganz, ganz drauf. Einfache Lösung. Ja. Meine Güte, ey. Ich weiß ja nicht, wer hier alles mithört. Wenn unsere Hörerzahlen jetzt so das leicht schön ansteigen, ja, dann kann das natürlich damit auch mit gewissen PR-Marketing oder diesen Marketing. Meinst du, wir profitieren jetzt von deinem Fame? Ja? Nein. Das wird geil. Dienstagmorgen gleich so ab mit Nico Schäfers Büro. Aussprache. Vielleicht. Wir sind ja jetzt hier. Wir sind jetzt bekannt. Wir waren ja auch, das müssen wir vielleicht gerade nochmal einschieben, im letzten Stadionmagazin. Das meinte ich. Genau. Das wollte ich eigentlich am Anfang bringen. Ja. Habe ich natürlich ganz vergessen. Und hier nochmal ein besonderes Hallo und herzlich willkommen, liebe Neuhörer, falls ihr jetzt zum ersten Mal bei uns zuhört. Ja, wir reden immer so lang. Aber es gibt Kapitel. Ja, wir sehen wirklich so gut aus wie im Stadion. Es gibt Kapitelmarken, falls ihr in eurem Podcatcher das bedienen könnt und wollt. Könnt auch einfach zum nächsten Punkt springen, wenn euch jetzt das Gelaber über neue Spiele zu viel ist. Dann könnt ihr einfach zu den Spielen sprechen, zu den Spielen springen oder sonst irgendwie. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja. Genau, ansonsten hört einfach weiter zu und dann könnt ihr euch rauspicken, was euch gefällt. Ja, also wir waren bei Zugängen. Gökhan Gül, eigentlich bisher vornehmlich wohl so als Innenverteidiger aufgeboten in Düsseldorf, wenn ich das richtig gelesen hatte. Kann aber auch, also Defensiv-Allrounder war, glaube ich, so das Stichwort. Und bei uns ganz offensichtlich als Alternative auf der 6 eingeplant. Das haben sie auch ziemlich klar so formuliert. Ich glaube, Christian Hock hat es dann auch im Interview, glaube ich, irgendwo gesagt, dass er halt da in der Kaderanalyse noch auf der Position Bedarf gesehen haben. Wir auch. Ja, vielleicht haben sie bei uns zugehört, vielleicht kamen sie auch alleine auf die Idee, ich weiß nicht. Hatten wir ja genauso festgestellt, dass gerade mit Morovca und Schönfeld, die aktuell ja auch verletzt sind, zwei ein bisschen anfälligere Spieler da sind und dann mit Tich Rivero und Lorch hast du da eigentlich nur noch zwei, also das ist schon ganz gut, dass man da noch eine weitere Alternative hat. Und dann kam es natürlich zum Sensationstransfer. Sonja. Gunnar, wo warst du, als es passiert ist? Ich saß im Büro und du hast mir eine WhatsApp geschrieben. Ja, es gibt ja Leute, die verarschen andere mit solchen WhatsApp. Viele Grüße. Aber ich würde das natürlich niemals tun und habe es dir geschrieben und dachte eigentlich, du würdest es schon wissen. Nein, ich wusste nichts. Du saßt irgendwie offensichtlich ziemlich nah irgendwie am Ticker oder sonst irgendwo. Da hast du die Meldung. Auf jeden Fall, es kam nur irgendwie Gunnar, 3 Ausführungen. und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. ja, also. Ich hatte das Gefühl, du hättest nur einen Wunsch gehabt, das letzte halbe Jahr. Und das war genau, dass Agi zurückkommt. Ja, was heißt Wunsch? Also Traum. Genau. Vision. Für Gunnar war erschienen es logisch. Ja, es war tatsächlich naheliegend, weil nachdem er jetzt ja bei 3 Trainern in Ingolstadt überhaupt keine Chance hatte, da nur irgendwie, ich glaube, einen Kurzeinsatz hatte, was nicht einmal so 5 Minuten vor Schluss eingewechselt worden ist, ganz am Anfang der Saison. Einmal durfte er in der zweiten Mannschaft spielen. Wir haben ja heute gesehen, wer es alles in Ingolstadt auf den Platz schafft. Da können wir gleich noch ziehen. Oh Gott. Schöne Rubrik ehemalige, kommt gleich. Genau. Ja. Genau, für die Neuhörer, wir haben immer eine Rubrik ehemalige, oder nicht immer, aber meistens eine ehemalige. Die ist Rubrik, heute. Die ist heute sprall gefüllt. Die läuft heute amok, die. Ja, genau. Ja, jedenfalls fand ich es sehr naheliegend, dass man sich dann doch vielleicht wenigstens um noch eine Ausleihe bemüht. Und genauso ist es auch gekommen, auch er ist jetzt bis Saisonende ausgeliehen. Und ja, mal gucken, was sich dann ergibt. Also es gibt jetzt wohl keine offizielle Option, aber je nachdem, wie für uns und wie für Ingolstadt die Saison verläuft, wird man da sicherlich im Sommer mal drüber sprechen, wie es weitergehen könnte mit dem jungen Mann. Genau, dass man sich drum bemüht, das konnte ich mir auch durchaus vorstellen, aber dass es dann tatsächlich klappt, da muss ja dann auch der abgebende Verein wollen und der vor Spieler. Allem auch der Spieler. Ja, na klar. Aber sie schien dann wohl tatsächlich so und ich gehe davon aus einfach, dass sie das Geld, was sie dann für anderes bekommen haben oder sparen, da investiert haben und also ich fand den Kaderumbau, der jetzt passiert ist, also sprich, du hast ja die Stürmer 4 und 5 und den Flügelspieler 5, so schien es, bist du losgeworden oder hast du eben abgegeben und hast dafür mit Hansch, Gül und Diawosi, ja, 3 Spieler aus der zweiten Liga geholt. Klar, alle nur ausgeliehen, aber
Das wird Fortuna Düsseldorf jetzt nicht so gerne hören. Okay, stimmt. Stimmt, Gül, aber gut, Gül, gefühlter Zweitligist. Der hat ja, der stimmt tatsächlich. Der das tatsächlich ist, eher Viertligist. Der hat ja, eher in der Regionalliga gespielt. Ja. Genau, nee, der Gül natürlich als vom. Aber er hat ja nicht Bundesliga gespielt. Genau, aber. Ich glaube, er hatte mal einen Einsatz schon oder irgendwas, habe ich gelesen. Aber ich, war das diese Saison? Ich glaube, letzte. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, gut, auf jeden Fall hast du dann. Da wäre es ja letztes Jahr zweite Liga gewesen. Egal. Höherklassige Spieler ausgeliehen. Ja. Hast die Qualität für die Rückrunde auf jeden Fall deutlich erhöht, in meinen Augen. Und wir sehen ja auch durch die Verletzung von Manu Schäffler, war da ja Wahnsinn. Und auch, wie gesagt, ein anderes hast du ja nicht mehr wirklich gebrauchen können, Stand der letzten Spiele. Jetzt hast du eben zwei Spieler, die du auf jeden Fall gebrauchen kannst und die ja auch jetzt spielen. Die dir jetzt weiterhelfen. Natürlich ist es dann so, im Sommer hast du vier Leute, die weggehen. Allein, weil die Leihe endet. Das ist Schmidt im Mittelfeld und dann eben Hansch, Gül und Diabusi. Genau. Von daher hatten wir auch schon mal kurz gesprochen, wenn jetzt Ingolstadt absteigen sollte und Diabusi nur einen Vertrag hat für die zweite Liga, könnte man dann ja nochmal gucken, wie es dann aussieht. Und genauso mit Hansch und Sandhausen, die sind ja beide, kämpfen wir da um den Klassenerhalt. Aber gut, das ist jetzt ja noch ein bisschen. Genau, da können wir uns später noch Gedanken zu machen. Was wollte ich noch sagen? Ja, um anderes, ich muss sagen, ein bisschen leid tut mir es schon. Ne? Ich meine, nachdem wir ja letztes Jahr wirklich eine tolle Saison von ihm gesehen hatten, da fragt man sich dann schon, was ist denn jetzt da passiert, dass er dann, weiß nicht, dass es entweder so nicht mehr funktioniert irgendwie, keine Ahnung, ob irgendwas vorgefallen ist oder ob man sich irgendwie, weiß nicht, irgendwie sowas auf der zwischenmenschlichen Ebene oder dass er einfach tatsächlich, keine Ahnung, leistungsmäßig irgendwie nicht mehr so performt wie letztes Jahr, wobei viele Einsätze hat er schon gehabt, aber es hat halt nicht so gut funktioniert. Ist halt schade, also ich hätte es natürlich viel lieber gesehen, der wäre jetzt irgendwie, keine Ahnung, frisch aus dem Trainingslager irgendwie und hätte jetzt voll durchgestartet, noch 10 Tore geschossen oder irgendwas. Damit gerechnet haben wir jetzt nicht mehr. Aber genau, ja, also von daher ist es wahrscheinlich so in Gesamtbetrachtung die beste Lösung, wahrscheinlich für alle. Ja, mir kam da natürlich auch spontan Steven Ruprecht, so als ja, Beispiel. Ja, dem haben wir auch sehr hinterher geweint. Bis wir ihn haben spielen sehen für Köln. Ja, genau, exakt so. Also es ist natürlich so, ich denke, der gerade so seitdem Rüdiger Rehm da ist, finde ich unsere Personalentscheidung durchaus glücklicher als die Jahre zuvor. Auch also mit Leuten oder mit Spielern, die uns verlassen. Klar, treffen die auch mal woanders, aber man sagt jetzt nicht, oh, die sind jetzt, es gibt jetzt kaum einen, der dann noch groß aufsteigt, den du sagst, der ist bei uns nichts. Also ja, es ist Ruprecht war da, glaube ich, wirklich ein gutes Beispiel. Da ist es ja auch so, der, den wir gerne hätten, das war einfach eher von der letzten Saison. Ja. Das ist ja mit Andres ähnlich. Also wenn du den jetzt hast spielen sehen in der Hinrunde, dann wissen wir alle, den werden wir jetzt nicht unbedingt vermissen. Aber den vom letzten Jahr hätten wir gut gebrauchen können. Ja, aber auch noch eine Parallele zu Ruprecht. Andres ist, glaube ich, auch schon 30 oder knapp über 30, irgendwie sowas. Da kannst du jetzt vielleicht auch nicht mehr unbedingt damit rechnen, dass der jetzt nochmal große Leistungssteigerungen dann irgendwie drin hat vielleicht. Ne? Also ich bin, seit ich 30 bin, viel besser geworden. In was, Sonja, in was? Ach, der redet mir drüber, als Mikro aus. Seitdem ich 40 bin. Bin ich Stadionsprecher hier. Ja. Willst du? Ja. Ganz andere berufliche Perspektive. Guck mal hier, weil du so alt bist, schenke ich dir nochmal Wasser nach. Das ist sehr nett. Gut, dann werf hier alles um. Hoppla. Gut. Das klingt jetzt schön. Guck, das war die Kapitelmarke. Genau. Ich mache mal gerade eine Kapitelmarke und dann springen wir doch mal jetzt vielleicht tatsächlich zu den Spielen, oder? Was haltet ihr denn da? Falls die jemand hören will, reden auch darüber. Ja, also das war ja auch ein bisschen Feedback unserer Umfrage, dass für viele ist das entweder ein bisschen zu lang oder so. Brauchen es nicht, weil es ist, nee, eher, weil bräuchten es jetzt auch gar nicht, so, zumindest nicht so detailliert, ja, weil sie es ja selbst üblicherweise schauen. Die Erkenntnis hatten wir ja selbst auch schon und wir werden jetzt mal versuchen, uns da ein bisschen knapper zu halten und uns auf das zu konzentrieren, was vielleicht jemand anders auch noch interessieren könnte, weil, wie gesagt, da bin ich jetzt gespannt. Die Spielzusammenfassung könnt ihr selber nachgucken. 5 Minuten, auf geht's. Alles klar, los geht's. Nur ganz kurz der guten Ordnung halber, es gab noch 2 Testspiele seit unserer letzten Aufnahme. Das war ja noch im Trainingslager. Gegen St. Pauli, da wurde 4x30 Minuten gespielt, auch ganz interessant. Wahrscheinlich einfach nur deswegen, damit halt alle mal eine Stunde Einsatzzeit hatten. Ja, naja, weil man gegen Pauli immer 120 Minuten. Ja, genau, so eine schöne alte Tradition und es ging auch wieder 3-2 aus, bloß diesmal für St. Pauli.
Schäffler hatte da getroffen für uns und Brandstätter hat, glaube ich, einen Elfmeter verwandelt. Ja, aber gut. Testspiel im Trainingslager. Und dann gab es noch ein weiteres gegen den FC Rapperswil Jona. Ein, was war das? Schweizer Zweitligist, ne? Da gab es dann endlich mal einen Sieg. Das könnte auch ein Name von einem Hip-Hop-Star sein aus der Schweiz. Rapperswil. Kommt der Rapperswil Jona mit seinem neuen Song. Der Rapperswil Jona. Ja. Ja. Mit so einer umgedrehten Kappe. Ja, genau, ja. Genau, so wie so ein Rapper aus den 90ern. Unsere allererste Folge hieß irgendwas mit Snapback, ne? Ja, Kiss Cam und Snapback, die oder? Noch. Ja. Die Folge. Die Folge auch. Snapback auch. Ja, die Steven Rubrik. Die SR18 Snapback. Ja, genau. Ein 2-0-Sieg gegen Rapperswil durch Tore von Cheré und Schmidt. Okay, das können wir, glaube ich, getrost abhaken, ohne weitere Worte. Dann ging es vor 2 Wochen los mit einem Auswärtsspiel bei Energie Cottbus. Da hat man noch eine kleine Rechnung ja offen. Da haben wir ja zu Hause das Hinspiel 0-2 verloren damals, oder? Ich erinnere mich nicht dran, aber ja, war so. Genau. Und ja, man weiß ja nie so genau, wie das ist, so nach einer längeren Pause. Wie ist es? Was ist der Gegner? Ich meine, der Gegner war ja sehr personell geschwächt. Von daher ging ich eigentlich eher davon aus, dass die zufälligerweise die Rasenheizung nicht funktioniert und das Spiel verlegt werden muss. War dann aber nicht so. Die hatten, weiß ich nicht, ich glaube 8 Verletzte und dann der Kapitän, der ist jetzt noch kurzfristig irgendwie weggegangen aus familiären Gründen, ist der irgendwie Richtung Stuttgart wieder in seine Heimat. Hab schon wieder vergessen, wie er heißt, ist auch egal. Jedenfalls. Stein, oder? Marc Stein? Ja, genau. Ja, vor allem. Ist das eigentlich der Gegenspieler von Marc Wachs? Ach du liebe Zeit. Das Lustige bei dem ist. Wenn nimmt der bei Schere Stein Papier, nimmt der Schere. Ah, gut. Bei dem Transfer war es ja wohl auch so, dass der wohl drum gebeten hat, den Vertrag auflösen zu dürfen, weil er eben beruflich, familiär, wie auch immer, da kommt wohl aus dem Stuttgarter Raum, und wollte da wieder hin. Und dann hatten die wohl so ein, also wie ich es verstanden habe, so ein Gentleman's Agreement, dass er dann eben auch jetzt dann erstmal nichts macht und hat dann irgendwie 2 Tage später bei Stuttgart 2 unterschrieben. Ja, wobei. Man spielt jetzt Regionalliga. Also ich hätte verstanden, wenn die Vereinbarung wäre, so von wegen, da gehst du aber jetzt bitte nicht zum direkten Konkurrenten in der dritten Liga da unten, also jetzt weiß ich beispielsweise Aalen oder Groß-Asbach oder irgendwas, was da so nicht so weit davon entfernt ist. Dass er jetzt dann zu einem Regionalligisten geht, finde ich so aus meiner entfernten Position jetzt nicht so dramatisch, aber ich stecke da auch nicht drin. Wie gesagt, das von der Begründung her die Begründung, die er wohl genannt hat beim Verein, hat dann das Ganze natürlich so ein bisschen abgeschwächt, weil klar, er spielt jetzt in Liga tiefer, aber egal, ist jetzt nicht unser Problem. Genau. Jedenfalls, also gerade. War eher unser Vorteil. Es war tatsächlich, ja, manchmal denkst du ja auch irgendwie so von wegen, okay, die sind eigentlich so geschwächt und so weiter, man ist jetzt Favorit und bla bla bla. Und dann geht das völlig in die Binsen, aber diesmal war es tatsächlich, zumindest in der ersten Halbzeit, deutlich sichtbar, dass da halt eine sehr uneingespielte, ist das ein Wort, uneingespielt? Eine nicht gut eingespielte Mannschaft auf dem Platz stand. Also da waren eine ganze Menge. Wir verstehen dich. Eine ganze Menge Spieler aus dem Nachwuchs, die wahrscheinlich jetzt da das erste Mal oder eine der ersten Einsätze in der dritten Liga hatten. Und dann ging es relativ früh los. Tor durch Lorch 1-0 und dann hat Hansch gleich 2-mal getroffen, der Neuzugang, gleich in seinem ersten Einsatz. Oder ersten Pflichtspieleinsatz. Das waren aber 2 krasse Abwehrfehler. Ja, also vor allem das 2-0 war das, glaube ich. Ne? Das war so ein langer Ball, wo der Gegenspieler wegläuft. Ja, irgendwie so völlig am Ball vorbeispringt und Hansch dann freie Bahn hat. Also das war schon krass. Also 3-0. Ja, also auch das war ja das erste, war ja, glaube ich, nach einer Ecke oder irgendwas, wo dann der Cheré den ablegt und Lorch dann auch mehr oder weniger so ziemlich zentral vom Tor da einfach drauf bolzen kann. Ja, so frei. Aus wenigen Metern, ja. Und das zweite war genau, wo der Verteidiger dann irgendwie den Ball komplett falsch einschätzt, wie Redemann einmal bei uns, glaube ich, auch in der Hinrunde. Und das dritte war dann ja so ein Freistoß, wo dann auch der zum Tor getreten wird und Hans dann ja auch alleine richtig Tor läuft. Hat keiner wegverteidigt. Ne? Also es hat mich tatsächlich an Fortuna Köln erinnert. Ja. Unser Gastspiel in der ersten Halbzeit. Ja. Also von der Gegenwehr, also die waren wirklich, haben uns das geschenkt und die mussten gar nicht viel machen.
Problem war, dass es in Köln so weiterging und in Cottbus dann halt nicht. Ja, da haben unsere dann, weiß ich, es wirkte so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen lasch, einfach so in der zweiten Halbzeit. Als hätten sie gedacht, irgendwie, okay, das haben wir jetzt im Sack, jetzt können wir mit ein bisschen, mit einem Gang runterschalten, können wir das auch nach Hause schaukeln. Weiß nicht, sah zumindest von außen so aus. Hast du ja, das hat vielleicht so gewirkt, aber ich finde generell, dass wir ja seit dieser miesen Anfangsphase mit. Ich habe das letztens aus, habe ich geguckt, ich glaube in den ersten 6 Spielen haben wir 14 Gegentore bekommen. Ja. Und in den darauffolgenden 14 Spielen halt irgendwie 16, oder irgendwie war es danach so ein Einserschnitt. Ja. Und was, also ein Gegentor pro Spiel ist ja immer noch nicht gut, aber war natürlich deutlich besser wieder am Anfang. Und wir haben uns da schon stabilisiert. Und mit dieser Erkenntnis, dass du hinten stabil stehst gegen einen Gegner, der jetzt kein Offensivfeuerwerk abbrennt, ist es erstmal okay, so zu spielen. Was natürlich fehlt, ist A, du musst dann defensiv auch so stabil stehen, dass nicht viel passiert, oder B, musst du halt irgendwann mal auch einen Konter fahren, wollen und setzen. Und das hat halt gefehlt. Ja. Von daher, der Grundansatz okay, die Ausführung war natürlich nichts, das hat Rehm aber auch natürlich so gesagt. Ja, ja. Genau, also es fiel dann relativ spät, was war das, irgendwie so 80. ungefähr oder sowas, dann das 1-3 und dann 82. und dann das andere war dann schon in der Schlussminute, da gab es dann noch einen Elfer, der schon ein bisschen blöd war. Das war das vermeintliche Handspiel. Ja, das war ein Schuss, der durch mehrere oder an mehreren Spielern vorbeiging und letztlich hat Mockenhaupt den gegen die Schulter, hätte ich jetzt gesagt, bekommen. Ja, vielleicht war es auch der Oberarm, aber er dreht sich halt so ein bisschen weg und von daher sieht es halt auch so aus, da kannst du mal das als aktive Bewegung auslegen. Problem ist ja immer, selbst wenn du den Arm angelenkt hast oder du hast aber keine Spannung drin, richtig, und der Arm knallt dir dagegen, dann geht der Arm automatisch raus und wenn der Schiri das er hätte vorher sich halt als Bewegung wahrnimmt, eher Richtung Ball gedreht, aber ist egal. Im Endeffekt hat er das gepfiffen und dann hat er gehalten. Hat er nicht sogar rot dafür gekriegt erst und das wurde dann zurückgenommen, weil er gemerkt hat, dass er noch gar nicht rot hatte. War das diese Szene? Gelb-rot hat ihm gezeigt, genau. Aber dann so, Entschuldigung, du warst das gar nicht. Richtig, genau. Ja, genau, Kolke. Mal wieder 11 Meter gehalten. Ja, der erste seit langem. Und was hat's gebracht? Leider nichts, weil der... Scheiß. Der Abpraller ging halt in die Mitte und, wie heißt der, Strelli Mamba, glaube ich, ne? Der hat dann halt nochmal die Chance bekommen und dann halt den Nachschuss dann verwandelt. Aber dabei blieb es dann halt auch. Das war auch schon die 90. Minute. 3-2 Sieg in Cottbus. Ja, ist euch sonst noch irgendwas Spezielles zu dem Spiel aufgefallen, was man noch erwähnen sollte? Ist, glaube ich, ekliges Wetter. Das sah zumindest so aus. Ja, das, also ich habe es auch nur im Fernsehen natürlich gesehen. Es war genau so Schneeregen irgendwie. Also die waren alle ziemlich nass. War schon. Ja, ich meine, dafür, dass es doch eins der beiden weitesten Spiel, also von der Anreise Auswärtsspiele ist, waren wir dann für unsere Verhältnisse mit einigermaßen vielen Leuten vertreten. Aber das waren sogar 60. Ich meine, das ist jetzt für viele immer noch sehr wenig, aber für uns, ich meine, wir stehen halt manchmal auch dann mit 15 Mann da, ne? Ja. Genau. Ja, genau. Waren die Leute offensichtlich nach der Winterpause heiß. Heiß auf Cottbus. Heiß auf Hansch. dann letzte Woche der schon besagte, das besagte erste Heimspiel mit Micha am Stadionmikro sonntags gegen Hansa Rostock. Ja, ein 2-0-Sieg. War jetzt auch nicht so super spektakulär, aber richtig schön war natürlich der Freistoß von Kuhn zum 1-0. Das war ein richtig schönes Ding und Premiere. Du hast ihn vorhergesagt. Ich habe den genauso angesagt. Ich bin leider Ohrenzeuge. Ja, genau. Sonja kann es bezeugen. Also ich meine, das mache ich ja relativ häufig, dass ich, wenn irgendwie so ein Freistoß in aussichtsreicher Position ist, dass ich mir dann irgendwie so ausmale, wie könnte der den jetzt schießen. Und ich male mir immer aus, der wird übers Dach gehen. Und das häufig, passiert häufiger häufig mal. Genug sage ich auch irgendwie so von wegen, oh je, so wie der schon anläuft oder so wie der steht oder sowas, der ballert den in die Mauer. Und das damit, mit solchen Prognosen liege ich deutlich besser als tatsächlich mit irgendwelchen Torvorhersagen. Aber diesmal hat es tatsächlich gestimmt. So wie Kuhn dann da stand, irgendwie über die Mauer und rechts ins Eck unten und genauso hat er es gemacht. Wunderschön. Kuhn hat ja auch im Hinspiel schon ein Freistoßtor gegen Rostock erzielt. Ja, da haben wir noch gejubelt. Am Ende hat es leider doch nicht gereicht. Da haben wir auch gejubelt jetzt. Ja, genau, aber diesmal haben wir dafür 3 Punkte. Ich habe einfach durchgejubelt seitdem. So. Genau.
Ja. Ja. Es gab insgesamt nicht so viele Highlights. Wie stand es denn nach dem Tor eigentlich, Mischa? 1-0. Ja, für alle Stadionbesucher, die den Zwischenstand letzten Sonntag nicht gehört haben. Er wurde auch nicht durchgesagt. Aber erste Halbzeit. Ja, ich muss ja, meine... Micha hat sich den Gag dann aufgehoben, den ihr im Intro gehört habt. Genau. Genau, ich musste da meine... hab dann gemerkt, dass ich mich zwar... Hab da natürlich mich sehr gefreut auch über das Tor und hab dann gemerkt, dass ich meine Freude mit meinem neuen Job ja, zwar vereinbaren lässt, aber ich dann doch auch nochmal... nicht konzentrieren musstest. Genau. Ja. Ja. Genau. Ja, so in der zweiten Halbzeit hat Rostock dann schon mehr gemacht. Ich meine, vorher haben sie auch schon was gemacht, aber da hat man schon so ein bisschen so den Eindruck zu vernehmen, Altschwede über rechts. Königs in der Mitte. Königs, ja. Königs, unser alter Freund, der mir in dem Spiel ultra auf den Zeiger ging. Also das war... Er hat versucht, dann die Leistung vom Hinspiel anzuknüpfen. Genau, das hat echt so ausgesehen. Schon gleich irgendwie so die erste Szene, irgendwie schon nach ein paar Minuten, wo er halt auch so ein bisschen so im Zweikampf angegangen wird und der sich so völlig theatralisch dann da so wegschmeißt irgendwie. Und ich meine, das ist ein Kerl mit, weiß nicht, 1,90 und wahrscheinlich auch knapp 90 Kilo oder sowas, ja. Da muss ja schon was passieren, dass der umfällt. Also, so, und dann lässt er sich da so albern dann da so hinfallen mit so einem noch im Fallen der flehende Blick zum Schiri. Da bin ich echt fast über den Zaun gesprungen. Also da war ich schon auf 180. Aber wir hatten ja einen FIFA-Schiedsrichter. Ganz genau, und das war echt gut. Wie hieß er? Christian Dingert, ne? Christian Dingert. Der hat sich auf gar keine Mätzchen eingelassen und ja. Stell mir das so geil vor, du springst über den Zaun und Micha muss die Durchsage machen, bitte nicht das Spielfeld betreten. Das heben wir uns für den letzten Spieltag auf, ja. Oder für das letzte Heimspiel. Heb da runter. Runter von dem Haus. Genau. Ja, in der zweiten Halbzeit, ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, so von wegen, wenn jetzt nicht bald das 2-0 fällt, dann, was machst du da? Ich gucke gerade, ich meine, dass Christian Dingert jetzt auch im Pokal direkt irgendwie ein Spiel geleitet hat, aber also, das wollte ich eigentlich machen, während ihr weiterredet. Ah, okay. Ja, du lenkst mich ab, weil der jetzt gerade. Ich gucke hier als auf dein Display. Ja. Genau. Also, in der zweiten Halbzeit. Leipzig-Wolfsburg hat er. Oh, der macht nur die spannenden Dinge. Der macht nur die ganz heißen Kisten. Ja. Fand ich ja lustig. Der hat irgendwen bei BFB geärgert, wenn er so spielt. Wen gegen Rostock, wen Wiesbaden gegen Rostock jetzt schon? Leipzig gegen Wolfsburg. Nicht weit vom Champions League-Finale weg. War aber auch nicht viel da. Okay. Es war, ja, und dann haben sie halt ihre guten Konterchancen, also die Wiener ihre guten Konterchancen irgendwie recht fahrlässig ausgespielt irgendwie. Also da hat häufig irgendwie so der letzte Ball irgendwie so nicht geklappt. Das ist der letzte, bevor es dann richtig dann so zum Abschluss kommt oder so. Ja, also ich fand auch vor allem, man hat halt gemerkt, dass, also Diawosi hat ja direkt in der Startelf gestanden, kurz nach seiner Verpflichtung und den Hass, also ich empfand ihn noch als Fremdkörper. Ich fand aber auch, sie haben ihn teilweise hängen lassen, wenn er irgendwie den Ball hatte, dass sich mal einer angeboten hat und dann hatte er drei um sich rum. Das, ja, das fand ich, gab es mehrere, genau, Szenen, in denen das so, genau so war. Also er wurde dann auch mal teilweise geschickt, wo er dann nicht gelaufen ist. Ja, oder, ja. Also hast du einfach gemerkt, dass die Abstimmung fehlt, was natürlich auch logisch ist. Aber klar, der kennen den doch alle. Was Rehm weiß ja, was er an ihm hat und der ist auch klar, selbst wenn er am Anfang Abstimmungsprobleme hat, ich werfe den rein, weil langfristig profitieren wir davon. Er hat ja auch den Freistoß rausgeholt, den Kuhn dann reingemacht hat. Das war ja nach Betrachtung der Bilder auch kein Foul. Was tatsächlich keins, ich dachte hätte irgendwie. Jetzt gesagt, das, also ich hätte also das. Also er ist relativ gefilmt. Leicht gefallen. Ja, also ich meine, es gab schon eine Berührung, aber. Also es gab es, war keine Schwalbe. Also ist, genau, also es ist, wie sagt man, welche habe ich bei Colinas Erben gelernt? Der nicht Gegenspieler jeder hat. Ist ein Foul? Der ja, Gegenspieler hat nicht, gemacht. Nichts gemacht. Ja, aber der Kontakt mit war nicht, Waffen geschlagen. Der Kontakt war nicht ursächlich für das Fallen. Das ist halt jetzt die Frage, wo man jetzt diskutieren könnte. Müssen wir aber jetzt. Ich schicke das der mal. Der FIFA-Schiedsrichter, der hat recht. So. Der hat das schon richtig erkannt. Natürlich. So, naja, jedenfalls, um das mal hier zu Ende zu bringen mit dem Spiel, gegen Schluss gab es dann nochmal eine starke Aktion von Schmidt, wobei der Ball dann eher glücklich dann bei dem mit aufgerückten Gül, der vorher eingewechselt wurde, landete. Und der eigentlich gar nicht erst noch, wie es viele eigentlich in der Situation wahrscheinlich gemacht hätten, nochmal annimmt und noch einen Schritt geht oder so, sondern direkt in der Bewegung, also in der Laufbewegung draufschießt und schön das lange Eck anzirkelt oder anzielt. Platziert so. Geschoben. Ja. Schön platziert, genau, also nicht geknallt, sondern schön mit der Seite, ne? Aber richtig gut.
2-0 und damit war es dann auch durch. Also das war dann so ein paar Minuten vorm Ende. 88 oder 89. Ja, ja, genau. Dann Gül hat ja auch nur gespielt, weil sich, also eigentlich sollte ja Schipnowski eingewechselt werden als dritten Wechsel. Das hatte ich sehr gut sehen können. Also stimmt, Schipnowski, der hatte sich schon fertig gemacht. Hatte sich auch gesehen, und dann hat sich Leuch verletzt oder hatte einen Krampf oder was. Ja, stimmt, genau. Und dann hat er Rehm Schipnowski gedrückt. Ja. Hat gesagt, sorry Junge, keine Siegprämie für dich heute. Und, ich habe keine Rose für dich. Also weiß ich nicht, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall hat er gesagt, hier, sorry. Und dann, komm Göckern, geh du rein. Und der hat ja auch kein so ganz glückliches erstes Spiel gemacht. Hat ja so ein paar, also in Cottbus, also kam er ja auch schon rein, hatte so ein paar Fehlpässe. Und für den war das auch, ich glaube, der war ähnlich angespannt wie ich. Der war dann auch, hat sich sehr gefreut. Und ich glaube, die kamen ja auch alle zu ihm, also haben sich dann auch für ihn gefreut. Ja, natürlich, ja, gut. So, also jeder ist dann natürlich erleichtert, weil er weiß, das Ding haben wir jetzt mehr oder weniger dicht. Ja. Oder den Sack haben wir zugemacht und genau. Genau, und das war dann tatsächlich das erste Mal in dieser Saison, dass wir nach einem Auswärtssieg direkt danach das nächste Heimspiel gewonnen haben. Und zusammen mit dem Spiel gegen Aalen vorm Winter dann 3 Siege in Folge. Und es kam noch besser, nämlich heute Nachmittag. Auswärtsspiel in Braunschweig. Wenn man so auf die Tabelle schaut und sonst sich nicht weiter mit der Liga beschäftigt, könnte man denken, ja okay, gut, dass man da Favorit ist, ist klar. Waren Letzter oder Vorletzter oder irgendwas. Aber waren Vorletzter, nachdem sie ganz, ganz lange Letzter waren davor. Genau. Die haben tatsächlich in letzter Zeit doch sich auch berappelt. Haben jetzt die letzten 4 Spiele oder 3 Spiele, was hatten sie? Ich glaube, in den letzten 4 Spielen 3 Siege und ein Unentschieden oder 10 Punkte haben die geholt, das sind genau. 4. Also da sind klare Aufwärtstrend zu sehen, haben auch nochmal tüchtig den Kader umgebaut mit vielen Zugängen und Abgängen irgendwie. Also Schubert scheint ja wahrscheinlich so langsam dann so seine Mannschaft dann gefunden zu haben. Und von daher war man auch gewarnt. Ja, und tatsächlich war das jetzt nicht unbedingt das Spiel 5. gegen 19. oder sowas, sondern ich würde schon eher sagen, so einigermaßen auf Augenhöhe heute, oder? Meinst du 10. gegen 11.? Ja, also ich sag mal, so groß wie die Distanz in der Tabelle war, so sah es auf dem Platz nicht aus. Also ich meine, Wien vielleicht ein bisschen gefälliger in der einen oder anderen. Ich fand schon, dass der SVW besser war. Ja. Vielleicht nicht wirklich, dass du sagst, es war jetzt nicht ein Vorletzter. Aber es ging schon ziemlich hin und her. Und wir hatten auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Glück, dass halt ihre Angriffe nicht so gut ausgespielt haben. Also gerade in der ersten Halbzeit waren wir deutlich besser. Ja. Mit 2-1 in die Pause gegangen. Und alle 3 Tore selber gemacht. Richtig. Das 1-0 Mockenhaupt nach Ecke Schmidt. War das eigentlich, das muss ich gerade nochmal nachfragen, ich habe mir heute die Zusammenfassung jetzt seitdem noch nicht angeschaut, da gab es ja so einen langen Abschlag von Kolke, so Richtung Diabosie. Das war, glaube ich, nicht die Ecke. Aber ich saß auch jubelnd vom Fernsehen und habe gesagt, das war der erste Abschlag von Kolke, der mal irgendwas gebracht hat. Genau, weil da hat er nämlich der Verteidiger dann so in, weiß ich, weil er... Ja, der hat ihn noch im Rücken gesehen. Hat Diabosie hinter sich gesehen und hat ihn dann sicherheitshalber dann ins Tor aus dann geköpft. Also noch nicht mal versucht, irgendwie ins Seitenaus zu köpfen. Der Reporter meinte noch... Oh ja, der schnelle Diabosie, da geht der Verteidiger auf Nummer sicher irgendwie sowas. Ja, ja. Ich meine, es war die nicht. Ich glaube, es war später. Ja, genau. Ich glaube, die Ecke wurde abgewehrt, dann gab es direkt danach nochmal eine und die führte dann zum Tor. Ja, da muss man auch sagen, also ich meine, ich habe das nochmal angeguckt, der Gegenspieler lässt Mockenhaupt ja komplett, hat ihn komplett aus den Augen verloren oder hat irgendwie, keine Ahnung, was der gedacht hat, auf jeden Fall war er ja so frei und hat es tatsächlich dann auch eiskalt das Ding zu seinem ersten Saisontor eingeschädelt. Und Schmidt schon wieder mit einem Assist. Also der, weiß ich, zweistellig ist auf jeden Fall schon. Was hat er jetzt, 11 oder 12 oder sowas in der Größenordnung? Assist? Ja. Schmidt? Ja. Ich gucke nach. Pausenmusik. Genau. Das war es 1-0. Dann gab es das regelwidrige Ausgleichstor? Ja, genau. Also einen Freistoß, über den man schon diskutieren kann. Hock war da schon ein bisschen sauer, den hätte man nicht geben müssen. Der kommt eigentlich ganz gut rein und da dachte ich schon wieder, ah, Kolke, dann komm halt raus und fauste das Ding mit Schmackes weg, da passiert da nichts. Aber so ein, ich meine, so stark Kolke auf der Linie ist, aber das ist halt echt so eine Schwäche, finde ich. Ne? Da kommt er so in einen Schritt raus und denkt so, ah, es wird knapp und geht wieder den Schritt zurück. In der Zeit weiß dann schon, die Mitspieler wissen schon nicht mehr, was ist jetzt Sache.
Der Angreifer geht. Morbus Okanikolov. Ja, genau. Der Angreifer geht halt zum Ball. Dadurch wäre er eigentlich aktiv im Abseits gewesen. Hätte man eigentlich auch durchaus abpfeifen können. Genau. Und also bedrängt so ein bisschen Chiré und der dann da irgendwie ja den Ball dann. Im Stil eines Stürmers. Im Stil eines Stürmers. Also hat den Pizarro-esk. Ja. Also da weiß er wahrscheinlich auch nicht, was ihn geritten hat, weil er da einfach, ich meine, gut, dass er den Ball jetzt nicht durchgehen lässt, weil vielleicht hinter ihm könnte noch einer sein. Okay, aber ihn dann wirklich so mit der Fußspitze so. Ja, gerade so schön in den Pfosten zu schieben, ja, also ich meine, es war wahrscheinlich deutlich schwerer so, als den einfach ins Aus zu dreschen, ja. Ja, in dem Fall wäre es ja tatsächlich besser gewesen, er hätte ihn dann nicht berührt, als das zu machen. Und dann ist auch immer die Frage, so wie den Fuß hält, ist schon klar, dass der Ball Richtung Tor geht. Er hat wahrscheinlich gedacht, er lässt ihn so neben den Pfosten abtropfen oder irgend sowas, aber also es war eine dämliche Aktion. Ja. Und selbst der, wie gesagt, im Abseits stehende Stürmer, der da nicht rangeht, aber ihn halt natürlich die Sicht nimmt. Ja. Gut, haben die jetzt nicht gesehen. Stand 1-1 und dann haben sie aber noch relativ schnell. Ja, eigentlich schon im direkten Gegenzug hat Handstand schon eine Riesenchance. Ja. Oh ja, da habe ich aber auch gedacht, Alter, jetzt machen wir aber auch wieder vieles. Da kam einiges zusammen. Also, das war eine tolle, super Kombination, ja. Eine ganz tolle Vorarbeit von Chiré, von links dann scharf den Ball reingebracht und Hans rutscht da so rein am langen Pfosten. Torwart war schon aus dem Spiel, der muss ihn eigentlich nur noch aus 2-3 Metern ja, ins leere Tor schießen. Setzten halt neben den Pfosten. Genau umgekehrt, wie es Chiré gemacht hat. Ja, sehr unglücklich. Er hat auch, der hat ein sehr unglückliches Gesicht auch danach. Da hast du so eine Großeinstellung in der Kamera gemacht. Ich dachte, oh je, der weint gleich. Ja, das war. Schmidt hat übrigens 8 Vorlagen laut Kicker. 8? Mhm, plus 3 Tore. Achso, denn 11 ist 11 Scorerpunkte insgesamt. Ich dachte, er wäre schon zweistellig bei den. Aber das wird er schon noch. Genau. Aber dann hat es nicht so lange gedauert, bis dann erneut eine Flanke von links kam oder eine hereingab. Von wem war die? Habt ihr es gerade noch präsent? War das nicht Dittgen? Was? Ich meine, es war Dittgen. Tatsächlich? Vor dem 2-1 jetzt? Ja? Ja, es war Dittgen, meine ich. Ui. Die kam auf jeden Fall auch von links. Der kam auf jeden Fall von links, genau. Und Torwart muss den eigentlich haben. Ne? Also, irgendwie hat sich gestreckt und ist nicht drangekommen, warum auch immer. Genau, das hat er gerade eben vorher bei der Szene bei Hand schon erfolgreich angewandt. Aber Diawosi rutscht da so in den Ball. Und jetzt ist natürlich die große Frage, mit welchem Körperteil hat er das Tor erzielt? Mit dem Po. Ja, so habe ich es auch irgendwo gelesen. Ich glaube, beim Kicker haben sie auch von einem Gesäßtreffer geschrieben. Ich weiß nicht, also er rutscht mit dem Ball sitzend ins Tor quasi. Mit irgendeinem Muskel. Ja, ich hätte jetzt mal Oberschenkel gedacht, irgendwie, weil er mit dem quasi so den Ball aufhält und mit. Unterschenkel. Unterer Oberschenkel. Ich hätte jetzt, wäre jetzt mal meine Interpretation gewesen des Ganzen. Ich saß in der Redaktion und bei mir waren drei Kerle um mich herum, die sofort gebrüllt haben, Penistor. Penistor. Ist das bei euch ein feststehender Begriff? Ja, natürlich. Also das steht ja hoffentlich auch im Duden. Und ja, ich habe auch gedacht, das ist eigentlich fies. Also das ist so ein Tor, das ich zum Beispiel nie hätte erzielen können. Da kommt dann Neid an Stellen auf, den man noch nicht kann. Bei dir hätten sie noch was anderes gesagt. Ja, ja. Hm. Das ist jetzt, glaube ich, kein feststehender Begriff. Der wäre mir beim Frauenfußball noch nicht aufgefallen. Wir müssten mehr Frauenfußball gucken, vielleicht hören wir dann da auch irgendwelche abseitigen Bezeichnungen. Übrigens spielen die Bayern im Pokal gegen Frankfurt. Bayerinnen. Die Bayerinnen, genau, gegen die Frankfurterinnen. Ja. In Frankfurt, ne? In Frankfurt, ja. Da könnten wir vielleicht mal hingehen. Am Brentano-Bad spielen die, glaube ich, ne? Wie seid ihr denn drauf? Ne? Warum denn nicht? Das ist wahrscheinlich interessanter als Bayern Herren gegen Heidenheim. Gut, ich würde mich wahrscheinlich auch im Schach über eine Niederlage von Bayern freuen. Also was soll's. Ey, Sonja, wie kann man denn so gehässig sein? Nein, also es war Zuspiel von Dittgen. Tatsächlich. Jetzt haben wir lange genug überbrückt. Gut, ja, jedenfalls. Dittgen mit dem Fuß, das können wir sagen. 2-1 zur Pause. Die haben noch einen Knaller losgelassen, den Kolke dann pariert hat. Mhm. Und dann habe ich es nicht mehr verfolgen können. Oh. Ja. War vielleicht auch besser, weil in der zweiten Halbzeit da. Also gut, es ging eigentlich erst noch ganz gut los. Da haben dann tatsächlich mal einen Konter dann genutzt, wobei eigentlich. Der war eigentlich schon vorbei. Ja, eigentlich haben sie ihn verhühnert. Also tatsächlich irgendwie mit einer Überzahl, weiß ich, nach dem gegnerischen Eckball oder sonst was. Auf jeden Fall war komplett Braunschweig vorne irgendwie und wir kommen in Ballbesitz und
Diawosi zieht dann irgendwie davon und zieht in die Mitte und da hat links, rechts, links einen zum Anspielen, ich glaube Hansch. Und rechts hat er, weiß ich nicht, Kiré oder wer da mit Gegner in die Füße. Kiré. Eigentlich. Genau, und spielt dann genau dem Verteidiger in die Füße. Wurde schon irgendwie graue Haare kriegst, da denkst du, wie kannst du so einen guten Konter so schlecht zu Ende spielen? Dann hat er aber Glück, weil der Ball wieder zu ihm zurückprallt. Und dann. Doppelpass alleine? Ja, legt er sich so ein bisschen zu weit vor, der Verteidiger geht so rein, es gibt eine Berührung. Diawosi kommt zu Fall. Ja. Wieder so ein bisschen ähnlich wie gegen Rostock eigentlich. Ja, also es ist jetzt sicherlich kein grobes Foul und Braunschweiger haben sich natürlich sehr aufgeregt, hätte ich wahrscheinlich aus deren Sicht auch. Also Gräfe hätte gelacht und hätte nicht gegeben. Genau, das ist so ein Ding, ne? Häufig hörst du ja dann so von wegen, ah, das reicht mir nicht für einen Elfer. Das so diesen Spruch irgendwie, weil es halt nicht klar genug war. Diesmal hatten wir tatsächlich Glück und es gab dann den Elfer. Also ich fand ihn jetzt auch sehr, sehr gütig für uns. Und Schmidt hat den souverän verwandelt in Abwesenheit von Scheffler. 3-1. Ja. Hätten wir auch denken können, jetzt mit der Führung und jetzt guckst du halt, dass du so ähnlich wie gegen Cottbus hinten sicher stehst und irgendwann dann vielleicht noch einen Konter zum 4-1 verwandelst. Kam dann aber nicht so. Wir sind eher unsicherer geworden nach hinten dann. Genau. Und dann fiel nach einem Abwehrpatzer dann so das 2-3, das war 73. Also schon noch über eine Viertelstunde zu spielen mit Nachspielzeit, 20 Minuten. Und die haben sich echt lang gezogen. Also das war eigentlich fast nur noch in unserem oder rund um unseren Strafraum. Ja, wobei so richtig zwingend sind sie dann auch nicht genau durchgekommen. Also es kam eigentlich. Da hat man dann schon auch gesehen, warum sie so weit unten stehen. Ja, ja. Aber da denkst du schon, ja gut, ich meine, das 1-3 war jetzt auch nicht irgendwie das erzwungen, sondern das war ein bisschen unglücklich, ein bisschen schlecht verteidigt, noch mit einem Abpraller, dass er glücklich da im Ballbesitz bleibt und so weiter. Da der Otto von Braunschweig. Sowas kann dir immer passieren, ne? Oder dass halt doch mal irgendwie eine Flanke noch einem auf den Kopf fällt oder irgendwas. Also von daher war mir nicht ganz wohl, aber es ging gut. Du hättest halt auch 2-0 zur Pause führen können. Ja. Sag ich mal, die hatten da mehr oder weniger anderthalb Chancen und das eine war noch regelwidrig und ein Eigentor. Also, ja. Wenn du dich nicht ganz so blöd anstellst oder der Hansch das Ding dann macht, dann steht es halt 2-0, ja. Und klar, den Elfmeter. Ich sag auch nicht, dass wir jetzt da unverdient gewonnen haben, das auf keinen Fall. Aber es spielt halt die ganze Zeit so ein bisschen so die Angst mit, so von wegen. Es kann jederzeit eigentlich, kannst du noch einen fangen. Ja, gut, denkst du, ja, Hinspiel 3-3, nicht, dass es wieder so ausgeht. Ne? Das war auch mein Gedanke, als dann 3 ja, stand. Genau. Dachte, oh, das wäre dann wieder so ein Ding, da kann sich natürlich dann das Fernsehen dann herrlich darüber auslassen. Erinnern Sie sich noch an das Hinspiel, 94. Minute, Chiré, damals mit dem Ausgleich und so weiter. Und diesmal dreht es Braunschweig um. Nein, Chiré mit dem 4-2. Nein. ist weder das eine noch das andere passiert, es blieb beim 3-2. Weil ich auch das 2-3, ich hatte es ja nur in der Zusammenfassung gesehen, das sieht natürlich schon sehr schlecht, also sieht unsere Innenverteidigung eigentlich sehr schlecht aus, weil der da so mitten durchspaziert. Aber das ist halt auch so ein Pass, den der kriegt den, glaube ich, so im Laufen an die Hacke und nimmt den aber, oder so an die Seite und der nimmt so genau in den Lauf mit. Also das passiert halt auch nicht oft, weil das war jetzt keine gewollte Ballmitnahme, das war einfach nur irgendwie, der passt den und der nimmt ihn halt glücklich mit und hat ihn genau vor sich. Trotz allem muss man das natürlich besser verteidigen und den Weg dann zumachen. Aber gut, letztlich, gut, hast du. Ich fülle mal was nach hier, deswegen raschelt es jetzt. Also alle vier Rückrundenpartien haben wir jetzt gewonnen. Genau. So, und wer hat in der Hinrunde gesagt, was er von den vier Spielen erwartet? Ja. 12 Punte. Und jetzt tritt es tatsächlich jetzt ein. Jetzt lacht ihr nicht mehr über mich. Du hast es ja nie über die Runde nicht gesagt. Nee, mich hat auch keiner gefragt. Ich hätte es wieder gesagt. Ja, tatsächlich in der Rückrundentabelle führen wir jetzt alleine, nachdem jetzt Osnabrück verloren hatte. Ich glaube, zweiter ist dann Würzburg, oder? Und der Haching könnte noch, ne, wenn die ihre Nachholspiele gewinnen. Die haben ja noch zwei Spiele, die sie haben. Wobei, die haben ja jetzt auch verloren. Die haben verloren. Oder unentschieden, wie war das? Die haben verloren. Verloren sogar. Nee. Scheiße. Doch, die haben verloren. Ja. Ja, das hat sowieso jetzt alles für die uns gespielt. Auch am Freitag wieder verlieren. An diesem Spieltag. Genau, warte mal, jetzt dann kommen wir doch mal gerade zur Tabelle. Das hat sich jetzt natürlich ganz in unserem Sinne entwickelt. Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Wir klettern jeden Spieltag. Ja, tatsächlich. Ja gut, ich meine, gewinnen hilft.
Sendungstitel. Also wir haben Uerdingen überholt, das ist schon mal. Genau. Das fühlt sich gut an. An Unterhaching sind wir halt zumindest momentan vorbei, weil die halt jetzt noch 2 Spiele Rückstand haben. Wenn sie die beiden gewinnen sollten, stünden sie wieder vor uns. Das dauert aber noch. Tun sie nicht. Richtig, und bis sie die haben, haben sie vielleicht auch noch mehr Abstand, bis die Nachholspiele stattfinden. Ja. Das eine ist jetzt, glaube ich, noch im Februar und das andere irgendwann im März, habe ich gelesen. Ende Februar Aalen und Mitte März 60, ist 60 Haching ausgefallen? Nee, sonst ist es bestimmt irgendein Cottbus ausgefallen. Ja. 20. März, ja. Ja. Genau. So, jetzt sind wir also aktuell Vierter mit 2 Punkten Rückstand auf Halle auf dem 3. und 4 Punkte Rückstand auf Karlsruhe auf Platz 2. Die haben aber auch noch ein Spiel weniger. Genau. Die haben auch noch eins weniger, das stimmt. Aber die spielen, glaube ich, schon die bald, jetzt, ne? Die Woche. Das sieht doch schon deutlich freundlicher aus als noch vor ein paar Wochen. Also das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ja, haben wir das hier gesagt? Ich glaube, wir haben es nur bei der Pommesbude gesagt. Ne? So, ob wir noch Chancen auf Aufstiegsplätze haben oder so, dass wir dann mit einer Serie reinstarten müssen. Du hast doch gesagt, dass wir Platz 4 nicht mehr sehen werden. Nee, richtig? Ja, Kiste Bier. Ja, warte mal. Jetzt müssen wir natürlich erstmal auf 4 oder auf welchem Platz immer? Erstmal abwarten, wie diese Unterhachinger Nachholspiele ausgehen. Wartest du jetzt bis März? Ja, vorher können wir das ja nicht bewerten, oder? Ja, wenn wir jetzt Haching schlagen, schon. Dann ja. Dann ist es klar. Die Schlinge zieht sich weiter zu. Genau. Ja. Wenn es denn stattfindet. Europapokal. Nach hinten 15 Punkte Vorsprung, aber ich denke, wir können sowieso nur noch. Hinten 15 Punkte Vorsprung? Ja, auf dem Abstiegsplatz? Ja, ja. Ach so. Nee, direkt natürlich einen Konkurrenten geschlagen heute. Nein, das jetzt nochmal der guten Form halber. Tatsächlich denke ich nicht, dass wir irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben werden. So schlecht, glaube ich, kann das überhaupt nicht mehr laufen, diese Saison. Dafür ist die Mannschaft zu gut. Noch ein Sieg. Aber was ist dann? Ja, es ist so, ist so das Mittelding wahrscheinlich. 45, 42, 45, wie auch immer. Ja, genau. Nee, aber klar, ich meine, geht natürlich jetzt nur noch drum, kann man nochmal tatsächlich im Aufstiegsrennen jetzt eingreifen oder halt nicht. Die Frage ist, machen wir den DFB-Pokal über den Hessen-Pokal oder über Platz 4 in der Liga? Klar. Beides. Oder besser. Oder Platz. Ja. Genau. Also das ist so momentan Stand der Dinge. Also Uerdingen 1 Punkt zurück. Unterhaching, wie gesagt, mit 2 Punkten. 2 Spielen weniger, 35 Punkte. Würzburger Kickers 33. Ja. Und wir hatten ja auch gesagt, in der letzten Folge sind ersten 3 Spielen 7 bis 9 Punkte. Du mir mit deinen Ansagen, du. Hast du das nicht auch gesagt beim letzten Mal? Ja. Das war unsere beide Ansagen. Ja, kann sein. Darauf haben wir uns geeinigt. Ja, hat ja super geklappt. Dann gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal, was als nächstes. Mach doch mal eine neue Ansage. Genau, dann machen wir gleich mal die nächste Ansage. Ja, erstmal die nächsten Spiele, dann kann man ansagen. Die nächsten Spiele. Also jetzt am kommenden Freitag, sofern es dann stattfindet. Mal schauen, ne? An einem Freitagabend im Winter in Unterhaching. Das ist nicht unbedingt eine Garantie, dass das Spiel tatsächlich ausgetragen wird an diesem Datum. So viel Schnee angekündigt jetzt noch? Weiß ich nicht, aber Unterhaching. Ja, da schneit es ein bisschen mehr als hier. Also wenn wir rausgucken und denken, es ist Frühling, dann liegt in Haching Schnee. Ja. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht auf die 5-Tage-Prognose geschaut oder sowas. Also Haching hat ein Spiel gehabt dieses Jahr und das haben sie verloren. Ja, da haben sie wahrscheinlich eh keinen Bock zu spielen. Lassen den Platz vereisen. Ja, na gucken. Also auf jeden Fall ein direkter Konkurrent und die nach Wien zweitoffensivstärkste Mannschaft. Also die zweitmeisten Tore geschossen. Mhm. Allerdings doch einige weniger gefangen als wir. Von daher das beste Torverhältnis. Ein Spektakel garantiert. Wahrscheinlich jetzt 0 aus, ja. Genau. Leipzig-Frankfurt, die besten Offensivreihen. Nutzen. Ganz genau, ja. Hat der Rehm heute, glaube ich, auch im Interview nach dem Spiel direkt auch das zitiert. Siehst du? Ohne, dass ich es gesehen habe. Ja. Genau, also das ist am nächsten Freitag. Oh Gott, da das jetzt das erste Spiel vom neuen Spieltag ist, da können wir ja wieder auf Platz 3 springen. Das ist ja wieder so, fühlt sich so ein bisschen an wie Jena damals. Ja, wenn dir das nicht geheuer ist, die Woche drauf, gute Nachrichten für dich, dann ist wieder ein Sonntagsspiel zu Hause, sonntags 14 Uhr. Erstmal schön die anderen verlieren lassen. Dann kann der DJ auch wieder pünktlich kommen. Kann ich noch eine Stunde länger in Ausflug lassen. Dein nächster Einsatz, Micha, gegen Würzburg. Und die haben tatsächlich all ihre 3 Spiele dieses Jahr auch gewonnen.
Würzburg, ja. Die haben 9 Punkte geholt. Die sollen mal herkommen, ey. Ja, also da haben wir jetzt gleich zwei taffe Gegner jetzt in den nächsten beiden Partien. Und dann, ja gut, Meppen jetzt auch nicht so schlecht performt, die letzten. Ja, Meppen hat genau, also das ist dann das drauf, das ist dann schon der 2. März. Da endlich mal wieder samstags. Die haben, glaube ich, unglücklich gegen Osnabrück verloren, 1-0. Dann haben sie Uerdingen geschlagen, nachdem sie da ja schon hinten lagen auch. Mhm. 2-0 haben sie, glaube ich, auch erst ab der 80. angefangen, Tore zu schießen. Ja. Ab der 84. Entschuldigung. Und, ja. Dann haben sie jetzt heute auch in Aalen gewonnen. Wow. In der letzten auch in der letzten Minute. Ganz zum Schluss. Ja. Also genau, das heißt, die haben jetzt heute in der 94. getroffen zum Sieg und gegen Uerdingen in der 95. mit dem Elfmeter zum Sieg. Also sie haben jetzt zweimal in der Nachspielzeit den Sieg klar gemacht und sind jetzt in einem entspannte 4 Punkte vom Abstieg. Ja, ja gut, nachdem die auch in der Hinrunde zwischenzeitlich schon ziemlich unten drin hingen, schon ganz gut entwickelt. Also auch das wird kein Selbstläufer. Aber es ist mal wieder samstags. Ist es mal wieder samstags, ja. Ja, deine Ansage. Die nächsten 3 Partien, wie viele Punkte, Micha? 10. 10. Frau Riegel. Man muss auch mal das Unmögliche wirklich machen. Aua. Noch irgendwas am grünen Tisch, noch irgendwas, Haching noch einen also, abluchsen. Was ich jetzt, bevor ich meine Punktzahl sage, ist, was ich absolut top finde, ist, dass sie ja jetzt, die haben ja nicht nur die 9 Punkte geholt in diesem Jahr, ich rede jetzt nur von 2019. Ja. Es ist ja so, dass sich Manuel Schäffler im Spiel gegen Cottbus verletzt hat und dazu ja auch Alf Winzel gerade keine Rolle mehr oder bislang nicht gespielt hatte und jetzt ja auch mit einer Grippe ausgefallen ist. Und das waren ja jetzt zumindest so, ich meine gut, Alf ist jetzt nicht unser bester Verteidiger, aber es ist halt schon ein Stammspieler gewesen in der Hinrunde und auf Schäffler ist ja unser Offensivspiel ausgerichtet gewesen. Und wenn du da eben diese zwei Fixpunkte, die ja jetzt auch als Typen, glaube ich, da einen gewissen Stellenwert in der Mannschaft haben. Ganz sicher. Dass du da jetzt auch ohne die die Buden machst. Mhm. Und gut, Winzel macht ja keine Bude, aber ja. Das gibt natürlich Hoffnung und gibt natürlich auch gerade, weil jetzt die ganzen Neuzugänge auch, was? Wir haben jetzt vier der 8 Tore waren ja die Neuzugänge, ne? Zweimal Hansch, einmal Diawosi, einmal Gül, genau, und Diawosi dazu mit 2 Assists, wenn du so möchtest. Also die genau. Den Freistoß und den Elfer rausgeholt, wenn du so willst. Da. Ja, also da bist du jetzt deutlich breiter aufgestellt. Ich meine, ja, Haching, hätte ich jetzt spontan erstmal gedacht, unentschieden. Würzburg, daheim. Gut, gegen die haben wir einmal hochgewonnen, gell? Hinspiel haben wir jetzt aber klar verloren. Ja, wir von vorher hatten wir, glaube ich, 5-0 gewonnen oder so, als du da warst. Wir haben da mal 5-0 gewonnen, letzte Saison, ja. Das war damals das erste Spiel und der neuen Trainer bei den, irgendwie heißt der Schiele, glaube ich, ne? Ich bin jetzt bei 5-7 Punkten. 5 Punkte würde bedeuten, wir verlieren keins der 3 Spiele. 7 auch. Ah, ja, Sie hörten. Mathematik-Grundkurs hierzu. Ja, genau. 6 würde bedeuten, wir würden eins verlieren. Ich mache mal keine Punktevorhersage, aber ich sage, wir schießen in diesen 3 Spielen mindestens 5 Tore. Interessanter, wenn du sagst, wie viele Tore wir kassieren. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, muss ich sagen, wie viele wir kassieren. Dann sag du mal was. Ich sag 4 kassieren wir. Okay. Ja gut, wenn da wieder so ein 3-2, ein 2-0 und noch ein 3-2 wieder bei rauskommt, hätten wir sicher auch nichts dagegen. Ja, ich habe das hergeleitet. Ja. Also 9 Punkte und 8-4 Tore. Ja, das hat sich auch bewährt. Ja, okay. Passt doch, braucht er gar nicht mehr spielen. Werden wir verfolgen und ich denke dann, wahrscheinlich hören wir uns dann auch nach dem Mappenspiel denn hier in dieser gewohnten Runde wieder. Übrigens habe ich noch habe ich eben gesehen, dass wir in 12 Heimspielen 20 Punkte geholt haben, während wir bei 11 Auswärtsspielen 19 Punkte geholt haben. Also gleichermaßen. Das ist relativ egal, wo wir spielen, ja, von der Punktesumme. Das heißt, würden wir in Haching unentschieden spielen, wäre es genau gleich. 12 zu 20. Ai, ai, ai. Aber Statistik ein Sieg wäre mir lieber und dann wären wir auswärts stärker wieder haben. Ja.
Was wollte ich denn gerade noch sagen? Eins fiel mir noch ein. Ach so, genau, als du es gerade erwähnt hast, trotz Abwesenheit von Schäffler, das ist ein ganz interessanter Punkt. Hat auch Rehm heute im Interview nach dem Spiel noch gesagt, dadurch, dass halt ein mit Schäffler ein ja, sehr kopfballstarker und auch so ein bisschen körperlich starker Spieler da vorne drin fehlt, so im Zentrum. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es jetzt wörtlich gesagt hat, aber sinngemäß so von wegen, das gleichen sie jetzt irgendwie durch Laufstärke aus. Also dass die anderen Spiele, also gerade Giré und auch Hansch, die sind ja beide sehr lauffreudig, sind viel unterwegs. Vielleicht ist dann halt auch so ein bisschen dann der, ich sag mal, ein bisschen die Spielweise leicht angepasst. Weiß ich jetzt noch nicht genau, ob man es schon daraus sehen kann irgendwie, aber zumindest wissen sie schon so von wegen, es hilft jetzt nichts, nur die hohen Flanken da reinzuhauen. Wobei. Ja, es sind ja auch nicht nur Flanken, es sind ja auch lange Bälle, mit die du. Die er ablegt. Die er dann festmacht und ja. ablegt oder eben verlängert. Von daher ist es schon. Ja, also ich finde es gerade. Ich denke natürlich, dass Schäffler mehr ausmacht als Alf Minzel. Und der ist ja jetzt auch, weiß nicht, ob wir jetzt schon drüber sprechen, über seine Hau raus. Reha. Ja, warte mal, ich muss mir bloß gerade mal hier den also Strom anstöpseln. Am Anfang war es ja auch so, als er sich verletzt hat gegen Cottbus, dann war ja lange nicht klar, wie lange er ausfällt. Ne? Oder ob er überhaupt ausfällt. Und dann hat Sonja ihn, glaube ich, in seiner Insta-Story in München oder konnte ihn in München verorten. Und ja, und da macht er jetzt wohl sein Reha-Programm zusammen mit Patrick Schönfeld. Mhm. Und dann bedeutet es ja auch, dass das schon ein bisschen dauert. Ich weiß nicht, ob die sind die zusammen in München oder war er nur für eine Untersuchung in München? Ich weiß nicht, ob die jetzt beide die ganze Zeit in München sind. Es war nur, er hatte das gepostet, dass er in München war mit so einem Gag, dass er ein Foto vom, weiß nicht, FC Bayern Gelände gemacht hat und New Chapter dazu geschrieben hat, so als würde er jetzt Verein wechseln. Also er war ja dann beim Heimspiel gegen Rostock, war er ja dann auch anwesend, da habe ich ihn auch gesehen. Und kurz danach wurde er jetzt 30. Auch da, falls du uns hörst, jetzt wird herzlichen schlechter. Glückwunsch. Du wirst ab jetzt von schlechter, uns. Haben wir vorhin festgestellt. Oh je. Nein, es gibt da ja auch immer besser schnell positive Beispiele. Ja, auf jeden Fall, gut, keine Ahnung, ob die jetzt noch da sind zur Reha oder ob die da nur untersucht, ob er da nur untersucht wurde, aber auf jeden Fall, ja, ist jetzt halt, weiß jetzt nicht, wann da wieder der Einstieg ins Mannschaftstraining ansteht. Bei Sebastian Rovza weiß ich aus nächster oder aus von ihm selbst, dass er vor dem Rostock-Spiel schon 2 Wochen individuell trainiert hat, also erst Lauf, dann mit Ball individuell und dass er gemeint hat, in 2 Wochen stünde er wieder zur Verfügung. Ich wusste jetzt nicht, ob er da meinte, dass er wieder ins Mannschaftstraining einsteigt, aber ich glaube tatsächlich, dass es jetzt auch hieß, dass er jetzt wieder dabei ist, aber noch keine Option ist. So hatte ich es, glaube ich. Für heute. Genau, ja. Vor Braunschweig gelesen. Und da könnte es sein, dass er jetzt gegen Unterhaching wieder im Kader dann ist. Mhm. Wobei, das muss man sagen, Lorch das jetzt auch ziemlich gut gemacht hat. Das hat mir gut gefallen. So als Rechtsverteidiger fand ich ihn ja nicht immer so überragend. Da bin ich sehr glücklich, dass Kuhn jetzt wieder fit ist und dauerhaft dort spielt. Aber jetzt auch gerade mit mehreren Einsätzen hintereinander, wo er jetzt mal so ein bisschen in quasi so. Es gab ja unter der Woche auch ein Interview mit ihm, weiß gar nicht, ob ihr das gelesen habt, im Kurier. Da sagt er ja auch, dass er lieber defensives Mittelfeld spielt. Ja. Dafür wurde er ja auch geholt. Also genau, er wurde ja als Sechser geholt. Ja, man hat ja kurz überlegt, ob sie ihn jetzt sogar umschulen, weil er da öfter auf rechts gespielt hat, aber ist jetzt doch häufiger. Ja, ist dann halt, ich sag mal, so eine Aushilfsposition dann eher, ja. Nee, aber das hat mir tatsächlich jetzt gut gefallen. Anfangs hatte ich ihn ja auch öfter mal kritisiert, aber du merkst halt einfach, wenn halt einer regelmäßig auf dem Platz ist, das gibt schon eine andere Sicherheit einfach, als wenn du so den ersten 1, 2, 3 Einsätze hast oder vielleicht auch nur eingewechselt wirst und so. Ja, und was halt ist, dass der dadurch, dass Schmidt jetzt oft auch auf Außen spielt, zusammen mit Diawosi, dass eben ein Schwadorf jetzt eben nicht viel Land sieht gerade. Der ist momentan gerade nur Einwechselspieler. Genau, also Giré spielt ja dann im Sturm mit Hansch und trotzdem spielt Schwadorf eben, also Andres ist gegangen, Giré spielt vorne und trotzdem spielt Schwadorf nicht, der ja wirklich gut gespielt hat. Der eine sehr, sehr gute Hinrunde. Ende der Hinrunde hat, auch, oder generell die Hinrunde, hat wir ja auch. Hat man ja thematisiert ja auch. Der, Top-Spieler für uns. Ja. Also Minzel, Schwadorf,
Kraus, dazu Schäffler nicht da und trotzdem läuft's. Also gut, das bei Minzel, ich meine, das haben sie ja schon oft genug versucht, ja. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass das jetzt, dass da vielleicht mal irgendwann. Aber sollte man ja auch erwähnen, dass das jetzt Ditgen ist, hat man ja jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Genau. Ditgen hat man ja eigentlich auch eher so, als der letztes Jahr ausgeliehen wurde, wurde er anfangs die ersten paar Mal ja dann links offensiv eingesetzt und da dachte man auch, das ist so seine natürliche Position. Teilweise sogar als hängender Stürmer. Ne? Ja, war doch dann ja. So ein Zehner, ne? Oder ja. So, ganz grausam. Genau, einmal sogar auch als Sechser, das war nicht so gut, das Spiel. Nee, das im Zentrum, das war nicht so seins. Und nach dazu ist er halt natürlich irgendwie extremst torungefährlich, von daher ist... Ja, also meine Wette ist da auch... sichere Sache, ja. Ja, das war jetzt, ja. Aber gut, also er macht aber die Sache, finde ich, defensiv auch immer besser. Also das ist mir heute auch ein paar Mal aufgefallen, wie er dann den Ball so erobert hat oder auch so antizipiert so einen Ball abfangen kann oder dann auch eben sich richtig in Position läuft und das Ding abläuft. Also ja. Jetzt natürlich nicht nur, aber das stimmt. Schon ganz anders auch von der vom was mir halt immer noch sauer aufstößt, ist, dass dann halt häufig dann Abspiele, gerade so längere Abspiele oder sowas, dann doch mit großer Wahrscheinlichkeit beim Gegner landen. Also das so ein Seitenwechsel, irgendwie so ein Diagonalball auf die andere Seite. Aber da hat Rehm applaudiert heute. Habe ich gerade eine Szene in Erinnerung, wo er für dann, den Versuch. Schöner Film. Ja, nee, das sollte er einfach machen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er sich das gerade überlegt, sondern das ist tatsächlich dann wahrscheinlich eine Vorgabe, wenn ein Ball abwehrt, direkt auf die andere Seite, die wo sie schicken. Klar, ich meine, da ist ja im Zweifelsfall Platz, ne, wenn vorher verschoben wurde auf die Seite. Dass die Idee gut ist, keine Frage. Ja, es Umsetzung kann manchmal noch ein bisschen. Aber ich will jetzt auch nicht auf Ditgen einhauen. Tatsächlich gefällt ihm ja auch nicht so schlechter jetzt als Linksverteidiger. Hat es ja in der Hinrunde schon ein paar Mal gespielt, auch so dann, wo Minzel ja dann mal nach rechts ausgewichen ist, als da so die große Not war auf den Außenverteidigerpositionen. Und da dachte ich auch, das ist vielleicht so eine Notlösung, aber das scheint sich momentan zu etablieren. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ist zumindest momentan nicht die schlechteste Lösung. Was ist ansonsten noch uns so aufgefallen, so an Personalien? Ja, genau, da hast du gesagt, dass Schmidt jetzt auf Außen spielt, das war jetzt auch eher neu. Den hatten wir sonst eher im Zentrum verortet. Also was auffällig war, dass er jetzt praktisch, er hatte ja dieselbe Startelf wieder, also war dieselbe Startelf wie gegen Rostock heute? Ja. Das hatten wir, glaube ich, auch nicht so oft, dass er jetzt gar nicht gewechselt hat, oder? Nee, meistens gibt es schon so wenigstens ein, zwei Wechsel, häufig auch so verletzungsbedingt oder so, aber ja. Nee, ansonsten, mein Mockenhaupt und Darms sind da jetzt dann. Ja, die sind eh gesetzt. Auch Mockenhaupt hatte heute so eine richtig geile Grätsche. Ja, also so im letzten Moment gerade noch so den Ball. Ach, das war eine Grätsche, ey, das war so schön. Torjubel verstanden? Der doch so ein L, oder? Oder war es ein C? Ich weiß so, nicht. So also L würde ich verstehen, das ist doch irgendwie so dieses Loser-Ding hier irgendwie aus Fortnite, oder? Wo sie dann immer so ihr komischen Tanz dann da machen. Achso, war eher so? War ein C? Ich weiß es nicht. Also, dann muss ich mir das nochmal angucken. Du wirst ihn mal fragen müssen. Ich hoffe nicht, dass er sich verletzt und mein Halbzeitgast ist. Also. Aber nee, ist jetzt nicht so wichtig, aber ich dachte, das wäre so ein. Habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, muss ja, ich mir gut, wir haben ja eher schlechte Erfahrungen mit Spielern, die irgendwelche Buchstaben in ihren Jubel einbauen. Sprichst du von Slatko Janic? Richtig. Über den werden wir auch gleich nochmal sprechen. Ah, dann auch, weiter geht's. Ja. Ein Wort noch zu Agi Diawuzi. Das ist echt interessant. Ich meine, klar, er hat jetzt keine Spielpraxis und das ist dann deswegen so, gerade am Anfang noch so ein bisschen mit der Abstimmung und sowas noch so ein bisschen hapert, klar, völlig normal. Aber mir kam es auch vor, dass echt noch so ein bisschen Spritzigkeit fehlt. Mhm. Also der ist so wirklich so, gerade so, wenn er aus dem, so, quasi aus dem Stand kommt, null Beschleunigung. Und auch tatsächlich im Laufen haben wir ihn auch anders in Erinnerung. Also ich frage mich, hat er da... Das ist, glaube ich, auch so ein Spielpraxis-Ding. Meinst du wirklich? Aber ich meine, wir haben ihn noch gesehen, der konnte das ja auch. Ja, aber ich meine, was hat denn der da trainiert? Der das hat verlernt er ja nicht.
Ja, aber der hat auch sicherlich da auch in Ingolstadt auch trainiert, selbst wenn er nicht gespielt hat oder nicht im Kader war. Ja, aber wenn er halbwegs so trainiert hätte, wie er bei uns gespielt hat, dann würde ich es aber auch nicht verstehen. Also es ist, ja. Also dass er es drauf hat, haben wir gesehen. Ja, ich glaube, der braucht echt noch ein paar Spiele. Offensichtlich ist er nicht so, ja, aber ich meine, er hat auch, hieß es ja auch so von wegen anfangs nur so Luft für 70 Minuten oder sowas. Ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch jedes Mal ja auch, oder beide Male jetzt auch ausgewechselt worden und Rehm hat heute auch irgendwas gesagt in der Richtung, so von wegen, er ist noch nicht ganz da, wo wir ihn hinhaben wollen und wo wir wissen, wo er hin kann. Aber da kriegen wir ihn schon hin. So. Also das klang so von wegen, der kriegt jetzt nochmal ein straffes Programm und trainiert ordentlich. Und dann der rennt jetzt noch dreimal der Hallberg hoch. Ja, genau. Aber er kam ja auch nicht sehr spritzig vorher. Ja, ja, also das fand ich schon sehr auffällig. Rostock, also die Schnelligkeit war da jetzt. Ich meine, hat schon ein paar gute Szenen gehabt, aber gerade so diese Explosivität aus dem Stand heraus, da. Ja, so also eine Grundfitness muss er ja schon haben, auch wenn er jetzt nicht regelmäßig spielt. Ja. Hat er ja aber auch, sonst würde er ja nicht direkt klar spielen. Ja. Aber es ist nicht so, wie man ihn in Erinnerung hatte, klar. Ja. Aber gut, ich meine, jetzt ein Tor und zwei Torbeteiligungen noch dazu, das ist jetzt auch nicht die schlechteste Ausbeute für zwei 70-Minuten-Einsätze. Also wollen wir mal nicht meckern. Okay, was habe ich hier noch auf meine Nachrichtenliste? Ja, den Artikel zu Jeremias Lorch, den hatte ich mir auch tatsächlich hier notiert. Den packen wir mal in die Shownotes, weil es ganz interessant war. Das wusste ich gar nicht, dass sein Vater war auch Profi und hat danach dann noch professionell Poker gespielt. Fand ich ganz interessant, so halt als kleine Randbemerkung. Wir verlinken das mal, falls ihr das jetzt die Woche nicht selbst schon gelesen habt. Und dann habe ich hier noch die Notiz Wochentagsverteilung der Spiele des SVWW gegen die Top 5. Das hast du mal notiert, Micha. Ja. Hast du da deine Auswertung gemacht? Genau, das hatte ich ja angekündigt. Ja, du wolltest hier eine statistische Erhebung. Ich bin gespannt. Und zwar ist es so, dass ich jetzt mir die ersten 6 angeguckt habe und ich habe geguckt, wie viele Spiele fanden Samstag statt und wie viele an anderen Wochentagen, also sprich Freitag, Sonntag, Montag. Die Spiele, die Dienstag, Mittwoch angesetzt wurden, habe ich weggelassen. Schenk mal nach bei der Gelegenheit. Genau, ja. Ich habe dann alle, auch die schon terminierten Spiele mit einfließen lassen. Also sprich, bis in den Anfang April sind die ja terminiert. Wir gehen mal davon aus, dass die so stattfinden wie geplant. Zumindest, ja, genau. Und da kam zumindest ich eben, hat sich der DFB einmal was bei gedacht. Ja. So, und dann kam ich dazu, dass der VWW dann bis Anfang April 15 Mal samstags gespielt hat und 14 Mal an den anderen Tagen. Das heißt, er ist knapp über 50% und es finden ja 60% aller Spiele samstags statt. Ne? Es gibt ja 10 Spiele, 6 sind samstags, 1 freitags, 2 sonntags, 1 montags. Also knapp unterdurchschnittlich. Genau, wobei es ja manchmal auch das Montagsspiel nicht gibt, wenn es dann eben eine englische Woche gibt. Mhm. Sodass du dann sogar leicht über 60% im Durchschnitt sein musst. So, Osnabrück 19 zu 10, Karlsruhe 19 zu 10, Haching 19 zu 10, Uerdingen 17 zu 12 und Halle 22 zu 7. Was, 22? Das heißt, sie haben 22 also, mal samstags und nur 7 mal an einem anderen Tag. Das heißt, von den, ist dein Gefühl, hatte ich nicht gesehen. Nur von den Top 6 sind wir auf jeden Fall die Mannschaft mit den wenigsten, mit Abstand am wenigsten Spielen samstags. Also Uerdingen dann noch am nächsten an uns dran. Alle anderen haben wir 4 Samstage mehr. Oder Halle halt sogar 7. Genau, von daher, ich habe es jetzt nicht natürlich für jedes, ich habe es jetzt nicht für alle 20 Teams gemacht. Vielleicht gibt es auch noch ein Team, das ähnlich selten samstags spielt. Aber das war einfach, ist mir eben ja, schon sehr auffällig aufgefallen. Es gab 3 englische Wochen insgesamt, die ich dann eben rausgelassen habe. Somit kamen wir dann zu 32. Also bis zum 32. Spieltag. Also falls die Telekom oder Magenta Sport, wie es jetzt heißt, falls sie tatsächlich da Quoten erheben, ja gut, sie können ja ihre Stream-Abrufe, können sie wahrscheinlich zählen. Haben, ja. Genau, und falls das tatsächlich signifikant ist, dass wir, ich sag mal, wenn wir sozusagen ein Einzelspiel haben, dass da Leute dann auch einschalten oder mehr einschalten, als wenn wir es nicht haben. Dann tun sie momentan viel dafür, dass es so bleibt. Genau, dadurch, dass halt, ich sag mal, Tore garantiert sind, ne, die meisten Torbeteiligungen mit bei Wiener Spielen. Genau. Ja. Einfach nur das ist der Fluch der guten Tat sozusagen. Ne? Genau. Ja. Und ich habe mir auch mal angeguckt, welche Verträge auslaufen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch noch machen wollen oder.
Das würde ich später machen, zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, also ich meine, von den die vier Leihspieler hat man schon angesprochen. Genau. Bei Leuch steht es im Artikel mit drin, da sagt er auch was dazu. Genau. Das also, nochmal angeteasert für den Kurierartikel. Ja. Dass sein Vertrag auch ausläuft. Genau, und was sagt er dazu? Hast du es gerade noch parat? Oh, da hat er sich sehr ausweichend so ja. wegen Maschinen okay. und wie auch immer. Also genau, da war also, keine klare Aussage drin. Also wir haben ja im Prinzip. Aber er wurde drauf angesprochen. Mhm. Gül, Schmidt, Hansch und Diawosi, die ja. ausgeliehen sind. Dazu laufen aber auch noch die Verträge aus von Darms, Minzel, Lorch, Schwadorf und Schäffler. Ja. Also ich meine, bei Minzel ist es jetzt, denke ich mal, nicht das Problem. Aber gut, gerade ein Lorch, ein Darms, ein Schäffler sind ja dann auch Stammspieler. Ja. Oder auch wichtige Spieler. Also ich bin und dann mal Schwadorf gespannt. Aus der Hinrunde kann man auch gerne behalten. Genau, also ich bin dann halt einfach mal. Gut, ein Schwadorf ist ja sogar jetzt auch geblieben, obwohl er keinen Vertrag hatte ja, erstmal. Ja. Und ein Lorch kam ja vielleicht auch wegen Rüdiger Rehm und hat sich ja jetzt auch nach dem Katastrophen ersten Jahr, wo er eigentlich ja gar nicht gespielt hat, aufgrund der Verletzung. Ich weiß jetzt nicht, was die für Pläne haben und was der Verein für Pläne hat. Bei Manu Schäffler ist es natürlich die Frage, als Torschützenkönig letztes Jahr. Jetzt, der ist, würde nur jetzt bei Aufstieg bleiben. 30 geworden. Ich denke auch, der wird, wenn sie nicht aufsteigen, schon nochmal versuchen, irgendwie in die zweite Liga zu kommen. Es ist andererseits auch die Frage, welcher Zweitligist verpflichtet dann halt noch einen 30-Jährigen aus der dritten Liga? Irgendwas Trauriges wahrscheinlich auch nicht, ich da schon finden. Wollte gerade sagen, das ist sicherlich auch nicht eine von den Top-Adressen, oder? Weiß ich nicht. Ja, und? Ich glaube, das ist dann nicht so wichtig. Okay. Gut. Egal, also auf jeden Fall wird es spannend sein. Und je länger du natürlich dann auch noch im Aufstiegsrennen bist, desto spannender ist es ja dann auch, wie das dann eben dann vertragsmäßig. Wenn du zweigleisig planen musst. Ja, genau. Okay. Und dann merkst du ja relativ schnell, auf wen sie dann setzen. Und meine Angst habe ich nicht, aber es sind schon viele, ich habe jetzt mal geguckt, von den Stammspielern haben eigentlich nur Kolke, Mockenhaupt, Kuhn, Mrowca, Schiré und Schibnowski in Anführungsstrichen einen Vertrag und das sind natürlich nicht so viele. Naja gut, ich denke mal, das wird jetzt nach und nach dann auch kommen. Bin schon zuversichtlich, dass die eine oder andere Verlängerung kommt. Mal gucken, was mit den Leihspielern. Naja gut. Genau. Denke ich, was haben wir jetzt? Es ist Februar, also ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Der liebe Hockey muss ja was zu tun haben. Gut, dann einen ganz kurzen Ausflug noch zur Jugend. Die U17 war ja beim Liliencup. Ich nicht, wie immer. Hab's doch wieder nicht geschafft, obwohl ich es vorhatte, aber das geht mir jedes Jahr so. Aber eines Tages werde ich das noch schaffen. Das wird so ein Running Gag jetzt. Ja, jedenfalls haben sie ihre beste bisherige Platzierung erreicht und sind Vierter geworden. Ja, und ich meine, da sind ja, hatten wir ja letztes Mal erzählt, einige namhafte Gegner dabei. Schöne Sache. Ist ja auch so wie die erste Mannschaft. Auch die vierter Platz, jawohl. Beste Platzierung der Saison. Ja, genau. Es läuft, es läuft. Genau. Was habe ich denn hier noch für einen Artikel? Traumziehen Nationalspieler, ist der nicht schon alt? Kann mal gucken. Ach nee, warte mal, das, von wann war das? Wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit, ja, der ist schon alt, den habe ich schon mal irgendwann verlinkt. Ja, den muss ich mal hier löschen. Gut, ja, ansonsten habe ich zur Jugend auch gerade nichts, da ist ja noch, da dauert noch, nicht, da dauert es noch ein bisschen, bis da die Liga weitergeht. Dann haben wir noch hier so ein paar sonstige News. Benjamin Girt. Wer ist Benjamin Girt, Micha? Benjamin Girt ist ein Stürmer, der ebenfalls in der Winterpause gewechselt ist. Der hat letzte Saison war der beim SV Meppen. Ja, genau. Dann ist er gegangen in die zweite Liga zu. Wo ist er hin? Ist er zu Kiel? Guck mich diese Fragen an, ich weiß. Das gucke ich nach. Und ist jetzt auf jeden Fall in der Winterpause vom VfL Osnabrück, ich glaube, ausgeliehen worden. Geht er auf Transfers bei Osnabrück? Also, ja. Und hat da jetzt schon
ich glaube, 3 Tore gemacht. Ich glaube, der hat die ersten 2 Spiele gewonnen, Osnabrück. Und da hat er, glaube ich, also das erste Spiel war direkt gegen Meppen. Und da hat er auch getroffen und er hat gejubelt. Und zwar ganz ungeniert. Und das kam nicht gut an in Meppen. Ja, aber sie haben sich dann relativ schnell wieder vertragen. Ja. Bei mir kommt sowas immer gut an. Ja, wir hatten das ja auch schon mal thematisiert, dieses übertriebene, hier aus Respekt vorm Ex-Verein und sonst irgendwas. Wie gesagt, wenn einer lange da ist und tatsächlich das irgendwie was Besonderes ist oder der Heimatverein oder sonst irgendwas, sehe ich das ja ein. Aber ich meine, für Spieler, die irgendwie alle 2 Jahre oder irgendwas von einem zum nächsten ziehen, naja. Geht, glaube ich, schon bei... Ich glaube, Meppen so ein Aufstiegsheld auch. Ja, ich glaube, der ist mit denen aufgestiegen. Also das ist vielleicht tatsächlich schon ein bisschen was anderes. Aber tatsächlich nach Kiel, ne? Der hat das... ist von ja. Kiel dann nach genau. Osnabrück. Und das ist ja jetzt auch nicht ganz so weit weg von Meppen. Und ja, ja. Das fanden sie dann allein schon uncool. Und, aber ich glaube, der Marius Kleinsorge, den wir auch noch kennen, der hat danach dann auch irgendwie, weiß ich, haben sich wohl kurz ausgesprochen am Spiel, aber wieder alles in Ordnung. Aber, genau. Ja. Ja, so kann das auch gehen. Dann habe ich hier noch auch eine tolle Meldung, ist mir neulich aufgefallen. Robert Müller, der ja jetzt von Uerdingen nach Cottbus gewechselt ist, wurde interviewt für Liga 3 Online oder von Liga 3 Online in Person von Nele Schenker, die man auch kennt als Moderatorin bei Magenta Sport. Ne? Da ist sie ja auch bei den Drittligaspielen da immer im Einsatz. Die hat ihn dann da so interviewt, wie es denn so ist und welche Rolle denn so seine Freundinnen beim Wechsel nach Cottbus spielt, weil sie offensichtlich aus Cottbus stammt und so, ja, und das war natürlich auch nicht unwichtig und dies und das. Okay, könnte man jetzt abtun, wenn nicht Nele Schenker, die Interviewerin, besagte Freundin von Robert Müller wäre, die aus Cottbus stammt. Das ist schon echt schlecht, stand es wenigstens dabei. Anfangs nicht und nachdem es da so ein bisschen Kritik gab an den Kollegen von Liga 3 Online, haben sie dann den Hinweis dann auch ergänzt dann unten drunter, aber das fand ich schon eine ziemlich schräge Sache. Also mit Hinweis, meine Güte, dann ist es auch irgendwie, es ist halt auch ein bisschen lahm, aber mit Hinweis ist es wenigstens einigermaßen sauber, aber wenn du sowas ohne Hinweis so reinpackst, also liebe Zeit. Also ich meine, ist jetzt keine Riesensache, aber das fand ich schon irgendwie ein bisschen strange, ja. Ich meine, dass so ein Interview führt, okay, aber dann so auch noch so gezielt dann zu fragen, welche Rolle spielt ihre Freundin. Das ist dann so eine ganz komische Pseudo-Distanz. Genau. Zwinker, zwinker, Schatz. Du musst übrigens auch gleich noch irgendwie einkaufen gehen. Wetten, die haben was? Überhaupt nicht gesprochen. Das ist einfach runtergeschrieben. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, die hat mir wahrscheinlich gesagt, wenn du mir blöd kommst, dann komme ich dir irgendwann auch mal blöd. Vor laufender Kamera irgendwie, das war ja heute wohl nix, Herr Müller. Kommt ja genau nach Hause. Wahrscheinlich haben sie besser besoffene Wette verloren. Oder? Das war doch bei, war das nicht bei Iker Casillas? Dass der mit so einer... Der die dann geknutscht hat vor laufender Kamera. Genau, der war doch da mit einer, bekannten Moderatorin spanischen Fernsehen dann liiert und glaub, nachdem die Weltmeister wurden oder so, hat er sie dann mal ganz ungeniert geknutscht, ja. Ja, gut, ich meine, wenn du Weltmeister wirst, ich denke, da darfst du auch mal einen rausnehmen. Ja, das war auch mal... Ist ja schön auch, dass er dann seine Freundin küsst. Ja, und nicht mehr andere Frauen. Ja, das ist doch in Ordnung. Und beim nächsten Mal haben die Spanier alle ihre Frauen und Kinder mit aufs Feld geschleppt. Ja. Da hast du schon nicht mehr geguckt. Das stimmt. Ich war ja damals beim Endspiel, als sie überhaupt das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber das erste Mal in der neueren Zeit was gewonnen hatten, da 2008 in Wien. Ja, apropos Kinder. Ja. Apropos Kinder, noch eine schöne Überleitung, ein extrem Delling zum Kindergarten, der sich in dem Fall Ultras nennt. Nichts gegen Ultras im Allgemeinen, aber manchmal gibt es ja schon so eigenartige Auswüchse da in dem, wie sagt man so, Code of Conduct oder sowas. Den Ultras. In den Gebräuchen so untereinander. Da war jetzt kürzlich beim Spiel Preußen Münster gegen 1. FC Kaiserslautern. Das war montags, oder? Freitags? Weiß ich freitags. Nicht. Ist auch egal. Ein Einzelspiel. Ja, jedenfalls
Die, wie heißt sie, Curva Monasteria, die Ultra-Gruppe, die irgendwie, weiß nicht, jahrelang weg war, oder die haben sich jetzt irgendwie wohl wieder zusammengefunden oder sind jetzt wieder aktiv, sind wieder im Stadion. Und die haben, glaube ich, gegen den Verein da irgendwie auch protestiert, weil die da irgendwas, was nicht einverstanden waren, und dann ging aber wohl auch vorher wohl irgendwas verloren. Ja, jedenfalls Ausgliederung und sonst irgendwas. Ja, ja, jedenfalls, sie sind jetzt wieder da, und die Ultras von Kaiserslautern haben sie dann auch begrüßt. Endlich sind die SCP-Ultras zurück. Und dann noch ein weiteres Transparent. Und eure Fahne ist auch wieder da. Und dann haben sie tatsächlich wohl eine Zaunfahne, eben diese Münsteraner Ultra-Gruppe, präsentiert. Und wie man das dann so macht, ne, falsch rum aufgehängt und so, ne, was dann halt so alles dann dazugehört. Da gab es dann entsprechend dann ein Riesengetöse irgendwie. Die anderen sind auch noch abgefackelt. Das kann sein. Ich glaube, die haben die doch angezündet dann im Block. Ja, wahrscheinlich, das macht man ja dann. Also wir hätten so gemacht. Auf jeden Fall. Die fanden die Münsteraner natürlich dann ganz toll, sind aufs Spielfeld, es gab eine Unterbrechung und dies, das, also ein riesen Primborium. Und da denkt man jetzt auch, oh, da haben die Fahne irgendwie erbeutet, und das gab wahrscheinlich irgendwie vor Jahren mal eine riesen Auseinandersetzung, und ehrenhaft im Kampf Mann gegen Mann hat man diese Fahne abgezogen. Nee, die hatte vor, weiß ich, vor wie vielen Jahren, vor 8 Jahren oder 7 Jahren hat das einfach jemand im Zug vergessen, und offensichtlich hat ein anderer Fan die eingesammelt, und die haben die jetzt so lange aufgehoben, um sie dann irgendwie vor die Nase zu halten. Also Jungs, was ist denn da los? Es ist auch die Frage, ob das, also ich meine, es wäre jetzt schon ein großer Zufall, wenn das tatsächlich ein Lautern-Fan war und die direkt, nachdem sie wieder am Start sind, gegen Lautern spielen und die direkt die Fahne haben. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das irgendjemand aus dem näheren Umkreis von Münster war, der die dann einfach hat zukommen lassen. Aber ist ja auch völlig egal. Das ist aus dem Darknet. Meinst du, es gibt irgendwie so einen Nein, das kann doch sein. Schwarzhandel von Fan oder Fan von wie heißt das, Zaunfahren anderer Fangruppierung? Es gibt so ein eBay nur für Zaunfahren. Kann doch sein, dass das ein VfL Osnabrück-Fan? Ja. Oder vielleicht von Sportfreunde Lotte? Und der als Schaffner arbeitet. Und die hat dann mehr auf die Minions-Fahne draufgepasst, das Ding. Die hätten sich das doch selber nicht nehmen lassen. Ja, aber gut, ist jetzt auch egal. Ich habe da auch sehr geschmunzelt, als ich das gelesen habe, dass die Fahne einfach, dass sie irgendein Typ im Zug vergessen hat, das Ding. Ja, genau. Naja. Das ist so super Kindergarten, ey. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Leute, ja, so aufstacheln kann. Wahrscheinlich hat er halt irgendwie ein Papier zu viel gehabt und dann Fahne. Soundfahne unattended. Genau. Zugestoppt. Ja. Ich stelle mir das gerade so vor, wenn jetzt Micha hier seine Jacke heute vergessen würde bei mir. Und ich präsentiere die ihm beim nächsten Heimspiel und wink damit, und er kommt so wutentbrannt rübergerannt und wir schlagen uns natürlich die Jacke ab. Aber du bist sie vorher falsch rum. Ja, ich hänge sie vorher falsch rum hin. Ja. Das wäre in dem Fall jetzt auch blöd, weil es meine neue Jacke wäre. Aber siehst du, da ist das Aggressionspotenzial schon da. Bevor wir jetzt hier kritisiert... Und dann löst du dich auf. Halt, Moment, jetzt muss ich aber einschreiten. Bevor wir hier kritisiert werden über Sachen, von denen wir eigentlich ja nichts verstehen, weil wir sind ja nicht in der Szene drin. Ja. Sorry, falls sich da jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlt. Ne? Es ist jetzt nur so unsere Beobachtung, wie das Ganze jetzt. Wir sind ja da nicht wirklich involviert. Nein, also ich finde es auch gut, wenn die ja gewisse Regeln haben und danach leben. Das ist ja so modernes Piratentum. Ja, und Spiel ohne Grenzen und so. Ja, aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass ja, dann nicht als Gruppe auflösen muss, nur weil irgendeiner das Ding im Zug liegen lässt, ist es dann halt auch. Ja, aber ich glaube, die Auflösung war tatsächlich nicht wegen der verlorenen Fahne, nee, sondern wegen. Aber ja. Genau. Das ist ja sonst auch so der. Ja. Aber dann, also dieses, ich meine, dass dann auch ein Spiel unterbrochen wird, weil die Fahne präsentieren. Ich meine, natürlich ist das eine Provokation. Ja. Natürlich muss dann auch eine Reaktion kommen. Natürlich. Natürlich. Aber genau. Ich würde in meiner Funktion dann auch darauf hinweisen, dass. Bitte unterlasst das Abbrennen von im Zug gefundenen Fahnen. Ist ja eine Fahne, Leute, macht euch drauf. Tu die NNH-Fahne da weg. Wo hast du die her? Lass mal die Jacke drauf. Nimm das Feuerzeug weg. Sonja. Stadionverbot. Genau. Bitte einmal die junge Dame rausführen, danke. Ja. Ja, und wo wir schon hier bei der großen Entschuldigungsarie sind, wir haben das letzte Mal uns ja so ein bisschen lustig gemacht über Sören Redemann und seinen... Das können wir nicht gewesen sein, das würden wir nie machen.
Ich zumindest. Micha, du auch, oder? Nee, ich nicht. Okay, da war ich alleine. Du warst das. Ich war das ganz alleine über den Hochzeitsantrag in Dubai und ja. Ganz Dubai hat sich lustig. Dafür gab es auch zumindest eine einzelne Stimme der Kritik, dass wir uns da drüber lustig machen. Ja, es war vielleicht nicht ganz nett. Das sehe ich ein und ich entschuldige mich bei Sören Redemann und seiner Verlobten. Aber. Aber ich bereue nichts. Man muss natürlich mal dazu sagen, also erstmal ging es natürlich nicht gegen ihn als Person. Könnte ich auch gar nicht. Ich kenne persönlich überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben auch, selbst als wir uns mal irgendwo, keine Ahnung, sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen bei irgendwelchen Gelegenheiten, weiß ich nicht, haben wir noch kein Wort gewechselt. Also ich weiß auch sonst nichts von ihm. Käme ich überhaupt nicht auf die Idee, ihn irgendwie... Passwortklau, das wäre viel geiler als Fahnenklau. Passwortklau. Ja. Jetzt unterbrich mich nicht. Sein Insta-Account hacken und dann so sinnvolle Sachen reinstellen. Genau. So, das ist nämlich der Punkt. Bewegt euch in unterschiedliche Richtungen. Darauf will ich ja hinaus. Ich meine, wenn du dir halt öffentlich auf Instagram dich so inszenierst und nichts anderes ist es ja. Also es ist jetzt nicht so irgendwie, dass hier, keine Ahnung, total authentisch aus meinem Leben irgendwie hier, wie, keine Ahnung. Also bei mir schon. Lass mal so hin. Aber ich meine, dieses ganze Ding ist ja halt irgendwie, ich präsentiere mich ja öffentlich in meinem besten Licht oder sonst irgendwie, ne? Jeder macht ja da irgendwie hier, keine Ahnung, möchte gern zum Influencer werden oder ist besonders cool, zeigt seine Tattoos, zeigt seinen Hund, zeigt seinen Verlobungsring, was auch immer. Das ist eine öffentliche Inszenierung. Und da muss man auch damit rechnen, dass Leute das kommentieren. Auch das hatten wir in der letzten Runde, ich glaube in der Hassrubrik, wo Sonja den Ribéry, das Ribéry-Posting dann, da ging es ja auch um Instagram und die Reaktionen darauf. Ich denke auch, also da Sören Redemann ja aktuell leider nicht so viele sportliche Schlagzeilen oder nicht für so viele sportliche Schlagzeilen sorgt bei uns. Heute wurde er immerhin mal eingewechselt. Und das einfach. Ja, ich glaube, unsere Kritik, also was heißt das, was wir ja da amüsant fanden, war ja einfach, dass es nicht so ganz zu dem passt, was er dann eben in der dritten Liga so fabriziert. Gab es so einen gewissen Diskrepanz. Und wie gesagt, natürlich kann das jeder so machen und wenn man das aber eben sieht, kann man das eben auch dann entsprechend kommentieren und denke auch, dass das jetzt damit dann gut ist. Ja, was man jetzt natürlich noch dazu sagen muss, vielleicht war ihm das auch gar nicht so bewusst, welche öffentliche Wirkung er hat. Weil danach, zumindest als ich nochmal den Instagram-Post verlinken wollte, war der Account dann plötzlich nicht mehr öffentlich, sondern halt privat. Also man muss dann tatsächlich... Aber das wechselt jede Woche. Ach so, das weiß ich. Ich habe das auch schon mal okay. gemerkt, aber ich... Falls er uns zugehört hat und sich deswegen so gegrämt hat... Und hat? Nee, das der Leserumfrage. In der Leser- und Hörerumfrage, ja. Weiß ich nicht, soll er gerne mal zu uns kommen und uns das alles erklären? Also wir kommen auch gerne zur Hochzeit und und fressen das Buffet leer, ja genau. Nee, ansonsten, wir können uns aber auch jederzeit gerne vernünftig über alles unterhalten, über Sportliches und Außersportliches. Also haben wir gar nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Okay, so. Lassen wir es damit auch genug sehr, sein? Sehr gut sind wir im Entschuldigen. Aber. Gut, aber. Dann kommen wir noch zu unseren ehemaligen. Die wollen wir gerade heute nicht weglassen. Es gibt nämlich ein paar interessante Transfers und auch ein paar interessante Torschüssen. Robert Müller haben wir schon erwähnt, von Uerdingen nach Cottbus. Da habe ich mich auch noch gefragt. Das war an dem Tag, als er seinen Wechsel verkündet hat. Ist ja auch Stefan Krämer, der Trainer, rausgeworfen worden dann in Uerdingen. Ob er sich danach vielleicht geärgert hat? Weil ich meine, er hat ja nicht so viele Einsätze gehabt und möglicherweise wäre Krämer vorher entlassen worden, hätte er vielleicht noch mal ein bisschen abgewartet, um zu gucken, ob er beim neuen... Ob Peter Vollmann endlich kommt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, er hat gefragt, ob Peter Vollmann kommt, da haben sie gesagt, nee, und dann war es klar. Dann geht er zur Freundin. Ja. Dann geht er zur Freundin ob und Pele war jetzt. Genau. Nele und Pele. Oh, toll. Oh. Ja. Das war jetzt nicht meine Absicht, aber. Aber das notiere ich gleich. Da stelle ich mir so zwei Hunde vor, so zwei kleine, die man so auf den Arm nehmen kann. Nele und Pele. Das ist doch eine wunderbare Sendung. Einer knurrt, einer sieht gut aus.
Wo bin ich hier gelandet? Das ist schon fast. Das ist jetzt nach jeder Selbstentscheidung. Es ist schon fast Mitternacht und es macht sich langsam bemerkbar. Ja, es wird spät. Achso, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja. Okay, also weiter geht's. Dann ist Maxi Altschwede von Würzburg mal wieder nach Rostock gewechselt. Das hat er schon mal gemacht. Damals, als er uns auch in der Winterpause verlassen hat, ist er auch nach Rostock gegangen. Hat damals gleich sein erstes Spiel in der Britta Arena gegen den SV Wien gehabt. Damals hat Rostock gewonnen. Diesmal lief es etwas besser aus unserer Sicht. War jetzt auch sein zweites Spiel dann mit Rostock und sie haben verloren. Ja. Genau. Dann ist Stefanie Mwibudulu von Groß Aspach nach Erfurt gewechselt. Glückwunsch. Nicht, wenn man sich verbessern kann. Ja, zumindest hat er da vielleicht wieder Aussichten auf Einsätze, weil ich glaube, besonders viel gespielt hat er bei denen nicht, ne? Jetzt. Wäre mir zum Beispiel überhaupt nicht aufgefallen. Da. Nee, wie lange war er jetzt da? Ich glaube, der war letzte Saison auch schon da. Und die haben jetzt eher Dominik Martinovic geholt, also da hat er natürlich keine Chance mehr. Hat Erfurt eigentlich noch Geld? Ja, so teuer kann dem Wibudulu wahrscheinlich nicht gewesen sein, dann, ne? Ja, da ging es doch irgendwie auch, die Runde noch zu Ende spielen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aufsteigen können sie nicht, weil das macht der Chemnitz. Ja, genau, die Maschine ziemlich vorne weg. Naja, dann viel Erfolg. Gut. Ja. Erfurt. In der, was ist das, Regionalliga Nordost. Genau. Dann, Groß Aspach, haben wir schon gesagt, ist nicht nur Martinovic jetzt da, sondern noch ein weiterer Ex-Wene, Slatko Janic, den wir alle noch in Erinnerung haben. Ja. Wir haben vorhin schon mal erwähnt, damals mit seiner A-Geste für Vater Abraham. Der war ja jetzt zuletzt bei Corona Kielce, wenn ich das richtig ausspreche, in Polen, wo Gino Lettieri offensichtlich immer noch Trainer ist. Ich verstehen die ihn nicht? Oder warum? Ich weiß nicht. Ich habe das versucht zu recherchieren. Nee, die kacken sich einfach alle so an wie er. Ach so, meinst du, das ist ein Umgangston. Ich glaube, da ist er mal die Hosen, wenn er da ankommt. Ja, ich habe jetzt tatsächlich gar nicht geguckt, wie die da stehen. Jedenfalls haben sie Slatko Janic gehen lassen. Der gleich heute? Nein, was war's? Gestern war's. Getroffen Freitag, hat. Ne? Freitag schon. Hm. Was Freitag? Ja, nicht. Osnabrück, Freitag? Ja. Stimmt, genau. Die haben richtig. Janic, stimmt. Das Freitagsspiel. Ja, doch. Und das 1:0 für Groß Aspach hat Michael Fitztum erzielt mit einem tollen linken Kleber aus spitzem Winkel. Und wen hat man da noch? An Torschützen an diesem Wochenende. René Gude hat gleich getroffen für Meppen. Stefan Andrist für Aalen, das war dann der Ausgleich. Und in der zweiten Liga hatten wir Jonathan Kotzke für Ingolstadt. Ja, warte, einen anderen hatte ich noch. Marc Lorenz hat für Karlsruhe nicht getroffen. Der hat einen Elfmeter verschossen. Also es lief, diese Woche lief. Es lief wirklich alles. Alles richtig. Alle haben sie für uns gespielt eigentlich, das war sehr gut. Ja genau, Jonathan Kotzke, auch noch ganz interessant. Der war ja bei uns eher unglücklich, hat mit Verletzungssorgen nicht viele Einsätze gehabt und so weiter und war ja dann in der Regionalliga. Der war erst nach Aalen. Er ist noch nach Aalen gegangen. Ist von Aalen zu Watzeborn Steinberg. Genau. In die Regionalliga und von denen zu Ingolstadt 2. Richtig, in der Regionalliga Bayern. Und da hat er auch, glaube ich, dann ziemlich regelmäßig gespielt, war, glaube ich, sogar Kapitän. Ich glaube, da ist er Kapitän. Ja. Da hat man schon mal irgendwann in der früheren Folge auch schon mal drüber gesprochen. Und jetzt habe ich gesehen, er hatte, was heute oder was gestern? Heute, glaube ich. Heute. Beim 3-0-Sieg von Ingolstadt das 2:0 erzielt. Und er hat in der Innenverteidigung gespielt. Mensch, was ist da los? Wird er auf seine alten Tage nochmal Zweitligaspieler? Hätte ich auch nicht mehr mitgerechnet. So alt ist der, glaube ich, noch gar stimmt, nicht. Stimmt, ja, der war damals 26. Der war damals relativ jung. Ja, als seine der Knie sind älter als der Rest. Ja, die sehen aus wie nach 20 Jahren Profikarriere wahrscheinlich, aber gut. Also, ich meine, freut mich für ihn. Ich hätte tatsächlich nichts drauf gewettet, dass der nochmal tatsächlich Zweitliga spielt. Ne? Das kommt total unerwartet. Der ist da auch so reingespült worden. Zeigt auch, glaube ich, was in Ingolstadt gerade abgeht. Ja, aber ich meine, die haben jetzt seit der Winterpause jetzt 2 von 3 Spielen gewonnen und die hatten, ich glaube, in der ganzen Hinrunde nur ein Spiel gewonnen. Ne? Also, Wer ist da jetzt Trainer? Also ich bin gerade bei... Sind da jetzt Trainer? Naja, weiß ich auch nicht. Also ich habe gerade nur geguckt, also Corona Kielce. Ich habe nur noch den Nulli im Kopf, der ist auch schon wieder weg. Platz 4 in der Lotto Extraklasse. Geil, dann sehen wir die im Europapokal. Nee, nicht ganz. Dazu müssten sie Dritter werden, aber das sind nur 2 Punkte weg hinter Jagiellonia Białystok. Die können nichts. Also Legia Warschau ist Zweiter und Lechia Danzig ist Erster.
warum auch immer. Die könnte man ja. Egal. Also, Trainer in Ingolstadt ist übrigens Jens Keller. So. Ah, stimmt. Und der ist gut. Ja, von dem, den finde ich als Trainer. Der teilweise manchmal ein bisschen unglücklich gewirkt, also auf Schalke. Ja, gut, aber auf Schalke kann man auch nicht glücklich wirken. Aber auf Schalke wirkt jeder unglücklich, ja, genau. Dann war er ja bei Union Berlin, ist mit denen auch relativ. Ja, und das war auch so eine komische Trennung dann. Ne? Also der war ja dann nah am Aufstieg dran. Dann letztes Jahr, wo die ganze zweite Liga punktgleich war, war dann irgendwann auch. Ja, aber gut. Genau. So, einen ehemaligen habe ich noch. Einen haben wir noch. Evans Niako. Wer kennt ihn nicht? Ja. Liebezeit. Auch der hatte bei uns eine eher. Der Babysitter von Manu Schäffler. Eher unglückliche Zeit. Irgendwie nur einen Kurzeinsatz, dann war er verletzt und dann war er aussortiert. Der war jetzt seit dem Sommer vereinslos und der ist jetzt zu Eintracht Norderstedt gewechselt. Wo spielt Eintracht Norderstedt? Das heißt, wahrscheinlich auch Regionalliga, ne? Oder so Oberliga sogar nur. Regionalliga. Der trifft jetzt auf Stefan Mvibululu, würde ich sagen. Ja, warte mal, das ist doch Regionalliga Nord, nicht Nordost. Würde auch sagen, es klingt sehr nach Nord. Norderstedt ist doch bei Hamburg. Ja. Und der kommt doch irgendwie auch aus Hamburg. Also das der ist quasi wie also in die Heimat. Nicht die Ostgruppe. Nee. Ah, ich verwechsel die mit Wacker Nordhausen. Ja, Entschuldigung. Ja, Norderstedt in Nordhausen. Also, ist eigentlich noch Jedelo 2. Marco Seile bei Wacker Nordhausen? Also Eintracht Norderstedt ist in der Nord, genau. Die spielen gegen Jedelo 2 und Hannover 2 und Pauli 2. Wobei Jedlo 2 ja nicht die zweite Mannschaft und ist. Das Spiel 2 und Bremen 2 und Wolfsburg 2. Ja. Und Rochter sind Assel. Ja. Ja. Illustre Liga. Hier Wacker Nordhausen, hier Dings, Toni Seile. Ist der noch da? Ulf Kirsten wird sportlicher Berater in Nordhausen. Ja. Sehr gut. Wir wissen es einfach nicht. Wir versuchen es gerade so zu übergehen. Sturm. Pierre Merkel. Der war doch Stürmer, oder? Karriere. Nö. Steht hier nicht. Steht nicht da. Okay. Habe ich jetzt nicht mehr verfolgt, ob der seine Karriere beendet hat oder ob er noch irgendwo anders aktiv ist. Können wir mal bis zum nächsten Mal ausführen. Der war ja seit Jahren nur noch oder Pin-Up der Veggie-Community. Wir lassen es die Hörer rausfinden. Wer uns das raussucht und noch kein Stadionheft vom letzten Mal hatte, das gab es nämlich nur bei diesem einen Heimspiel gegen Rostock, das aber gerne haben möchte. Wir haben noch welche hier. Und zwar wirklich hier, die liegen hier auf dem Tisch. Die liegen hier auf dem Tisch. Ich würde eins ausloben für denjenigen, der rausfindet, wo Marco Seiler gerade spielt. Ja. Guck ich mal schnell nach. Nein. Lass doch mal hier Hörerwettbewerb machen. Ja. Ich will aber nicht da. Die Antwort ist nicht sehr spannend. Ach so, hast du schon rausgefunden jetzt? Okay, dann müssen wir uns was anderes ausdenken. Dann sag. Ja. Aufgehört. Nö. Was denn? Marco Nordhausen steht hier. Also ist er immer noch da. Im Kicker stand er jetzt nicht im Kader, aber... Wacker Nordhausen 2. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Entschuldigung. Also das Quiz ist doch noch ausgelobt. Das Quiz ist noch offen, der Micha kann sein Handy nicht bedienen, jetzt legt das Ding hier weg. Ja, machen wir weiter. Was wir machen hier, nicht immer nur aufs Smartphone. Wir kommen jetzt auch dem Ende entgegen und für die Neuhörer, das mag euch jetzt vielleicht schockieren, aber wir schließen meistens ab mit der Hassrubrik, indem wir... beliebige Dinge oder Personen oder Umstände hassen. Und meistens ist das die edle Aufgabe von Sonja. Sonja, wen oder was hast du heute? Hassbeauftragte. Die Hassbeauftragte. Das hätte ich gerne auf meiner Visitenkarte. Sollen wir uns mal von Niemals Erste Liga Visitenkarten drucken lassen? Ja, geil. Oder Sticker. Hassbeauftragte, was seid ihr? Stadionsprecher? Gunnar ist der Herausgeber. Und Chefredakteur, so ist das doch bei Doppelsechs. Genau. Ja, achso, hassen. Warte mal, ich mache hier noch eine Kapitelmarke. Und ja, bitteschön. Ich hasse auch diese Kapitelmarke, die du untersetzt. Damit geht's ja schon mal los. Nein, wir haben, ich glaube, so in der Sommerpause irgendwann über Uerdingen gesprochen und dass wir die eigentlich scheiße finden. Und ich habe eingewandt, ich kann die nicht scheiße finden, weil ich Stefan Krämer mag, den Trainer. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Grund. Den sie jetzt rausgeschmissen haben, deswegen kann ich es jetzt kurz machen. Ich finde Uerdingen scheiße. So. Ab jetzt kannst du ab sie jetzt aus vollem Herzen. Aus uneingeschränkt hassen. Ja. Und was ist? Gleich verloren. Ja, läuft ja ganz hervorragend. Ja, also Uerdingen, wir hassen euch jetzt. Okay. Schöne Grüße. Möchtest du das noch weiter ausführen, warum du die hast? Das weiß doch jeder. Ja, es ist ziemlich offensichtlich. Ja, das ist viel zu billig, das zu erzählen. Ich fand es ja ganz herrlich, dass jetzt kürzlich in Kaiserslautern, da ist ja auch...
ich hätte schon beinahe gesagt, traditionell die Kohle knapp. Und da ging es jetzt doch auch irgendwie drum, ob nicht vielleicht irgendwie ein Investor einsteigt und dies und das. Und dann war ja zumindest in der Gerüchteküche auch dieser, wie heißt der, Mikhail Ponomarev, Ponomarev, ja. Ponomarev, der ja da der große Geldgeber bei Uerdingen ist, der war dann zumindest in irgendeinem Pressebericht auch für Kaiserslautern im Gespräch. Das kriegst du auf deine Visitenkarte, mal davon abgesehen, Investor. Investor, Investigator. Ja. Aber ich meine, wie krass das ist, ich meine, ist Krämer mit Uerdingen aufgestiegen? Ja, die hatten ja vorher, war glaube ich der Wiesinger da. Ja, genau, aber Krämer der hat sich ja dann jetzt übernommen, noch der hat ja dann irgendwie, ich glaube, so ziemlich alle Spiele dann gewonnen. Also Wiesinger hatte ja auch bei denen eine gute Bilanz, hat sich jetzt auch, glaube ich, erst vor kurzem vom Arbeitsgericht hat er noch sein, irgendwie noch Geld zugesprochen bekommen, was er nicht mehr gezahlt werden sollte. Und Krämer ist dann ja wohl wirklich, ich meine, rein sportlich konnte man ihm da jetzt nicht viel vorwerfen. Also er stand ja wohl schon mal bei dem dieser einen Niederlagenserie in der Vorrunde auf der Kippe, hat dann aber mit der Siegesserie das wieder stabilisiert. Ja, guck mal, jetzt, wo die stehen. Also ja, und als Aufsteiger. Und dann auch noch an dem Tag, wo Krämer entlassen wird, sitzt Stefan Effenberg neben Ponomarev auf der Tribüne, wo ich ja auch schon innerlich... Naja, vom Niveau her sind sie jetzt auch nicht viel besser unterwegs. Ich hatte ja wirklich gehofft, der präsentiert jetzt so einen Altstar oder so einen Altkicker als neuen, der noch nichts gejuppt hat. Jetzt haben sie ja sich für so eine lustige Zwischenlösung entschieden. Ja, was, also Norbert Meyer, ich sag mal so, in Dritt- und Zweitliganiveau hat das ja schon öfter gezeigt, dass er da Erfolg haben kann. Ne? Also das ist jetzt, wenn man es jetzt mal nüchtern betrachtet, glaube ich, nicht die schlechteste Lösung für die. Aber auch ja, nicht die beste. Wenn ich es mal nüchtern betrachte, ist es einfach nur ein Verein, der von diesem Investor, der meiner Meinung nach von Fußball nicht die größte Ahnung hat, am Nasenring durch die Manege gezogen wird. Und wo ständig irgendwelche neuen Spieler auftauchen, wo ständig irgendwie, dann geht es nicht ständig neue Trainer auftauchen, aber da wächst doch gar nichts zusammen. Nee. Und das hat auch hoffentlich keinen Erfolg, weil es gibt sehr viel, es gibt andere Projekte, wo auch ein Geldgeber da ist, wo aber auch dann Struktur dahinter ist und wo man sagt, okay, die bauen da was auf und der ist einfach nur total, also für mich auch total unsympathisch und also er dieser Investor und ja, Präsident ist er, glaube ich, auch, ne? Ja, gut. Ich meine, die spielen ja in Duisburg, ne? Ja, weil, werden sie auch nächstes Jahr spielen, glaube ich. Ihr Stadion da ja noch Maulwurf verseucht ist und, oder da, weiß ich nicht. Und war das nicht mit Norbert Meyer, dieser Kopfstoßaffäre, war das nicht Köln gegen Duisburg? So, ja, das war gegen Albert Streit. Gegen Albert Streit. Ja. Aber er war dann Duisburger Trainer, oder? Könnte sein, da war er auf jeden Fall mehr Trainer, ja, ja, oder? Ja. Ist ja auch wieder lustig, dass er dann da wieder aktiv ist, seine Heimspiele dann austrägt. Ja, genau. Aber ich denke, das... Hoffentlich nicht erfolgreich. Passiert. Ja, boah, das... Klar, wollen wir mal die doppelte Hassrubrik machen heute? Doppelte? Was hast noch? Hast noch einen? Ja, du hast doch noch was gesagt. Wegen Marco Königs, meinst du? Den haben wir doch vorhin schon angesprochen. Ich habe es nicht so ausgewalzt jetzt. Ja, aber ohne Witz. Also, meine Frau guckt ja wirklich nicht oft Fußball und auch meistens nur, weil ich es gucke. Und der ist sofort aufgefallen, weil der die Einlaufkinder waren diesmal auch vom ersten SC Kolek, die G-Jugend. Mhm. Und ich wohne ja in Kolek. Und von daher kannte ich ein paar auch so vom Kindergarten. Was ist denn eine G-Jugend? Die sind noch gar nicht geboren, oder was? Bambini. Das sind die Bambinis, hießen sie früher. Das ist unter der F-Jugend halt. Oh, die wird's. Also sie sind so 5, 6. Wollte gerade sagen, sofort so? Kinder eher. Bei uns hieß es genau. Minis, fertig. Und ja, also genau, Bambinis und die und das Einlaufkind, das dann bei Marco, also die Kolleger waren dann bei den Rostockern an der Hand und da war dann auch, hat meine Frau mich gefragt, weil da hat sie dann auch nochmal genauer hingeguckt und wer ist denn das? Weil der hatte auch so bei dem Kind, der war total genervt von dem Einlaufkind, sagte, geh mal weg so, ja? Und das war auch Marco Königs halt. Der ist schon, wahrscheinlich Angst gehabt, dass er über das Kind fällt. Nein, das war, als ich dann so stand und hatte mir so nach dem Motto, was macht denn das Kind da? Und jetzt geh halt, ein ne? Kind. So, das wird dir vielleicht dann sympathisch wieder, aber. Moment. genau, dann im Hinspiel ist er ja dann, das ist einfach ein sehr unsympathischer. Ja. Er wirkt sehr unsympathisch auf dem Feld. Ja, also hatte ich
Ich kann mich noch erinnern, als er damals verpflichtet wurde und da gab es dann so irgendwie, keine Ahnung, so im Sommertrainingslager, irgendwie gab es dann auch so zu jedem Spieler dann mal so ein kleines Interview, was dann so auf YouTube dann oder halt auch im Vereinskanal dann halt war und sowas. Und damals macht er eigentlich so einen ganz sympathischen Eindruck. Also ich denke mal so, abseits des Platzes ist er wahrscheinlich auch ein ganz guter Typ. Ja, Willen. Ohne, dass ich ihn jetzt tatsächlich mal kennengelernt hätte. Aber so auf dem Platz, wie gesagt, das Hinspiel war ganz furchtbar und jetzt diesmal hat er eigentlich da nahtlos weitergemacht. Da bin ich... Ich bin jetzt eigentlich nicht so ein großer Rumschreier im Stadion oder sowas, aber da wurde ich ein paar Mal echt laut und fast wäre ich ausfällig geworden. Ich habe dich, glaube ich, zwischendurch gehört. Mann. Das kann sein, ja. Wir dich auch, Micha. Ja. Ja, also, Marco Königs, geh doch nach Uerdingen. Ja. Geh doch nach Uerdingen, das ist da eine geile Beleidigung. Zu wenig Bundesliga-Einsätze für wahrscheinlich. Die Beleidigung merke ich mir. Soll ich die Kapitelmarke Geh doch nach Uerdingen nennen? Ja. Geil, immer jetzt jedes Mal, egal was im Stadion passiert, wenn du einen bepöbeln willst, dann musst du keine Kraftausdrücke nehmen, musst du einfach sagen, geh doch nach Uerdingen. Ja. Und spiel in Duisburg. Ja. Oder so, weiß ich nicht, wenn die Frau in der Bäckerei wieder unfreundlich ist, so, geh doch nach Uerdingen. Gut. Weiß ja nicht, was los ist. Mit diesen versöhnlichen Schlussworten. Ja. Geht doch nach Uerdingen, liebe Hörer. Genau. Nein. Liebe Hörer, bleibt hier, bleibt hört, uns gewogen. Hört uns in Uerdingen von mir aus, aber genau. Habt ihr gehört? Nein. Auch wenn ihr uns in Uerdingen hört, dürft ihr uns gerne, Rezensionen oder Sternchen bei iTunes hinterlassen. Das ist jetzt so eine gute Idee. Hinterlasst uns eine 0-Sterne-Rezension. Oder liked uns auf Facebook und beherzt uns bei, was gibt's denn da noch so, Instagram, folgt uns auf Twitter und dem ganzen Zeug. Ihr findet alles auf der Homepage stehblock.de, wie üblich. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche, vielleicht sogar für diesen Monat. Mal gucken, ob wir uns Ende Februar oder Anfang März wieder hören. Bleibt uns gewogen. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Geht doch nach Uerdingen.